pass auf, hier kommt mein Gast. Wo ist er? Da ist er. Ich mache ihn jetzt hier schön hin, damit ihr ihn noch sehen könnt. Haha! Ne, mache ich ihn unten in der... Wo wollen wir ihn denn hinmachen? Ich bin zu dick. Hier. Oh, guck mal, sehe ich gut aus? Chat, das nach jahrelangem Sport sieht man so gut aus. Easy. Kein Problem. Braucht man nur OBS für. Oh, guck dir das an. Guck dir mein Bizeps an, Chat. Habt ihr das gesehen? Mach hoch jetzt. Oh, perfekt. Super. Okay, machen wir das. Machen wir Vladi hier unten in die Ecke. Ich rufe mal Vladi an jetzt hier. Warte. Say hello to my little friend. Vladi da? Hallo? 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 Kannst du mich hören? Ja, kannst du mich hören? Ich kann dich laut und deutlich hören. Sehr schön, ich dich auch. Das ist schön. Wie geht's dir? Wunderbar. Kann mich nicht beklagen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hab Bock. Hallo auch an den Chat natürlich. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Wild. Wild. Ich habe letztens Schokolade gegessen. Ist okay. Ja, ich war danach aber auch einfach nochmal eine halbe Stunde hinterherlaufen, um die auch wieder wegzumachen. Ich mach das ähnlich tatsächlich. Ich habe gestern ein bisschen zu viel gegönnt. Ich gehe halt nicht gerne laufen, aber dafür bin ich dann einfach spazieren gegangen. Was hast du denn gestern gegessen? Gut, morgens gibt es bei mir immer Magerquark. Das war jetzt nichts Wildes, aber ich habe mir tatsächlich, ich habe mir auch einen Schokoriegel gegönnt. Ich habe mir einen Schokoriegel gegönnt! Ich war dann einkaufen, dachte mir so, oh, der Snickers ist so, ah, der hat mich angelächelt und ich konnte nicht widerstehen. Vladi, ich muss nochmal beichten jetzt, okay? Aber wir sind noch nicht in der Trainingszeit, ja? Ich habe gestern Brownies gekriegt, frisch aus dem Ofen mit Marshmallows drin. Ja, habe ich gestern Abend und auch heute früh nochmal mir ins Gesicht reingedrückt. Aber Sport ist rum und Tischtennis gibt's auch noch heute. Ja, siehst du, perfekt. So. Das ist auch schon so der erste Punkt, wo ich halt drauf eingehen würde oder könnte. Warte, lass mal noch zurückspulen. Okay, jawohl. Vladi, wer bist du eigentlich? Was ist deine Funktion und warum bist du denn überhaupt berechtigt, über sowas zu reden? Also, ich bin der Vladi, Gamertag Vinceps. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal irgendwie mich gesehen oder gehört. Ich habe Dizzy auf der Gamescom über Alternate kennengelernt vor Jahren. Ich glaube, vor 4 oder 3 Jahren war das erste Mal. Vor 3. Ja, ich selbst bin Fitnesstrainer, ich habe eine Fitnesstrainer-A-Lizenz, einen Athletiktrainer und übe das auch schon seit 6 Jahren beruflich aus. Bilde mich auch mehr oder weniger selbstständig weiter, ich lese mich in viele Themen ein und damit ich möglichst immer auf dem aktuellsten Stand bin, damit ich den Leuten möglichst gut helfen kann und auch irgendwo viel Bezug auf die Wissenschaft nehmen kann. Ja, ich verfolge zwar so die Thematik, man soll nicht zu sehr nach Zahlen leben, aber gewisse Körperfunktionen sind nun mal, sag ich mal, vorgeschrieben, die Anatomie ist da und da hat die Wissenschaft ihre eigene Meinung dazu, beziehungsweise gibt es viele Analysen und Meta-Analysen, die dann ja, einem dabei helfen, dementsprechend die Gesundheit ein bisschen zu fördern. Aha. Ja, das ist meine Funktion. Ich mache Menschen gesund. Das ist meine Funktion. Aha. Jetzt habe ich eine Frage, was ist denn eine A-Lizenz? Was bedeutet das? Gut, es kommt darauf an, halt von welcher Institution man das macht. Ich denke, verschiedene Institutionen machen das auch anders. Bei mir war das, also ich habe das bei der BSA-Akademie gemacht. Ist wahrscheinlich so eine der größten. Im Prinzip ist das ein Fernlehrgang. Ich habe haufenweise Ordner nach Hause bekommen, die ich dann ja, mehr oder weniger durchprügeln musste. Also so eine Art Selbststudium, hatte dann Präsenzphasen, wo der ganze Stoff nochmal durchgearbeitet wurde. Wir hatten auch teilweise praktische Übungen, die dann gemacht werden mussten, Prüfungen, die abgelegt werden mussten, auch praktische Prüfungen. Das heißt, es wurden dann Übungen vorgezeigt, man musste dann erklären, wie, was, warum, weshalb. Und im Endeffekt hat man dementsprechend Urkunden bekommen. Die A-Lizenz, die ich gemacht habe, das ist eine Lizenz, die aus mehreren Lizenzen besteht, unter anderem Ernährungstrainer, Fitnesstrainer B-Lizenz, das ist so eher das Basic, was man haben sollte als Fitnesstrainer, die Fitnesstrainer B-Lizenz. Ansonsten gerätegeschütztes Krafttraining, Bodytrainer, also sind viele weitere, muss jetzt nicht alle aufzählen, aber im Grunde
umfasst das eigentlich so alles ziemlich gut, was Fitness und Ernährung angeht, beziehungsweise reicht das aus, um dann dementsprechend Menschen zu helfen, und Rest ist eigentlich Erfahrung, die man dann über die Jahre macht. Also A-Lizenz würde ich jetzt, ja, so eine Stufe unter Meister, wenn man das vergleicht, setzen. Es gibt noch den Fitnessfachwirt, das ist das Höchste, was man kriegt ohne Studium. Das ist im Prinzip so ein Meister, und die A-Lizenz ist eins drunter. Okay. Jo. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass du relativ kompetent für dieses Thema bist, worüber wir uns unterhalten. Würde ich jetzt mal stark behaupten, auch so erfahrungsgemäß. Also ich habe bisher positives Feedback bekommen. Schön. Also Frühstück, Magerquark, Mittag, Magerquark, Abendbrot, Magerquark, Thema beendet. Richtig. Gut. Da, zumindest hat man dann den Eiweißbedarf gedeckt. Also das ist, Schön. kann man nichts gegen sagen. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. War ein schönes Thema heute. Hat Ja, mich hat auch mich auch sehr gut gefreut. Das gefallen. war Habt ihr noch sehr Fragen, Chat? einfach. Rechnung kommt dann später, ne? Aha. Ho, 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 ho. Aber jetzt mal ganz kurz zu diesem Konstrukt, um euch das zu erklären. Ich habe ja mit Sport angefangen, das habt ihr ja auch gesehen. Und ich habe mir ja auch selber ein Ziel gesteckt für nächstes Jahr. Und ich würde gerne mal im realen Rennwagen sitzen. Und ich glaube, mein unrumpfartiger Körper braucht mal ein bisschen Formung. Und damit ich nicht so verwahrlose und mit 40 alles runterhängt wie ein Pudding, wenn ich im Auto sitze, habe ich mit Vladi geschrieben. Und Vladi hilft mir jetzt quasi gerade mehr oder weniger, könnte man schon sagen, als Personal Trainer und hilft mir mit Übungen und was ich machen kann, damit das halt alles vernünftig ist und dass das funktioniert im Rahmen des Zeitprogramms am Tag so. Und heute wollten wir uns ein bisschen über Ernährung unterhalten. Und ich weiß nicht, ob du das gestern mitgekriegt hast, Vladi. Ich habe gestern vorgekocht. Ich habe gestern Meal Prep gemacht. Das erste Mal. Und ich hab auf dich gehört und ich habe mir mit Magerquarken Dip gemacht. Erstens. Ich habe mir Kartoffelecken gemacht. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich mir Süßkartoffeln dazu gemacht. Die liegen quasi beide. Obwohl, ich kann das ja kurz holen. Moment. So machen wir das. Chat sagt er die Wahrheit. Ich war gestern leider nicht anwesend. Jetzt habe ich dich einfach allein gelassen, aber ich habe mir Dings gemacht, Blumenkohl und Brokkoli mit ein bisschen Olivenöl und Gewürz. Und dann habe ich mir dazu das gemacht, was du gesagt hattest. Ich habe mir eine Hälfte habe ich mir Süßkartoffeln gemacht und die andere Hälfte habe ich mir Kartoffeln gemacht. Das Ganze habe ich jetzt für 3 Tage vorbereitet. Vladi, klopft mir jetzt auf die Schultern. Los. Do it. Hast du toll gemacht. Gut. Hast du gut gemacht. Finde ich gut. Wahrscheinlich die Hälfte davon ist eigentlich nicht so gut, oder? Wieso? Nee, also weiß ich nicht. Ich hab halt Sachen genommen, die mir halt persönlich schmecken, wo ich weiß, dass ich mir die einfach so in den Kopf reinknallen kann. Also, geht voll. Also, den Dip hast du aber jetzt schon probiert, nehme ich an. Den Dip habe ich schon probiert. Ich habe gestern Und die erste Portion gegessen. ist geil, oder? Ja, ich habe das mit Teriyaki so ein bisschen Ja, gemischt. das kann man dann ja, ja so würzen, wie man halt Bock hat. Und wenn man das mit Wasser verdünnt, dann kriegt das so eine schöne Konsistenz. Also da kann man die Konsistenz durch Wasser im Prinzip bestimmen, weil manche mögen es etwas dickflüssiger, die anderen mögen es halt etwas flüssiger. Und ich finde, das ist halt super simpel, super einfach, extrem lecker, finde ich es auch. Ja. Und von den Nährwerten ist es sehr gut. So Magerquark bisschen, also ich nehme für fast alles irgendwie gefühlt Magerquark. Aber ist natürlich nicht jedermanns Sache. Nicht jeder mag es oder nicht jeder isst es. Ich habe es nicht wirklich viel dünner gemacht. Also steht auf der Kartoffel wie eine Eins. Okay. Ja. Ja, gut. Finde ich gut, dass du das direkt dann umgesetzt hast. Und vor allem, wenn es schmeckt, dann umso besser. Ja, ich habe heute noch nicht gegessen. Ich muss das nochmal warm machen. Ich glaube, das mache ich nachher auch im Stream-Chat. Wir essen Mittag im Stream, okay? Wir schwenken das nochmal durch die Pfanne und dann knallen wir uns das mal in den Körper rein. Aber kommen wir mal zu dem Thema Ernährung, Vladi. Also, dass wir einfach mal so grundlegend anreißen. Was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn wir von mir ausgehen, was wäre denn für mich in den kommenden Wochen wichtig? Pass auf, dann machen wir erstmal folgendermaßen. Ich habe jetzt die Tage so ein kleines Handout vorbereitet. Schicke ich dir gleich rüber. Da stehen schon mal so ein paar
grundlegende Sachen, auf die man eigentlich achten sollte oder auf die jeder irgendwo achten sollte. Das kann man sich auch ausdrucken, an den Kühlschrank kleben oder wo auch immer. Hast du das jetzt wirklich gemacht, dass ich mir das an den Kühlschrank pappen kann? Kannst du machen. Ist eigentlich nur eine DIN A4-Seite mit ein paar Hinweisen, sage ich mal. Warte mal. Das ist ja so krass wie mein... Ey, tatsächlich hat der so eine PDF zusammengezimmert. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich bin gerade noch eine andere PDF am Zusammenzimmern, aber das kriegst du dann die nächsten Tage. Ich will eine Tabelle erstellen, wo ich tierische Eiweißquellen draufschreibe, halt mit Nährwerten, eine Tabelle mit pflanzlichen Eiweißquellen, sodass man schon mal sich darauf bezieht. Und Quellen mit Ballaststoffen, also dass man schon einen groben Überblick hat und dann nicht irgendwie erstmal recherchieren muss und die Tabelle anschaut und sagt, okay, jetzt nehme ich heute mal, weiß ich nicht, 100 Gramm Hähnchen, 200 Gramm Hähnchen oder, weiß ich nicht, 50 Gramm Nüsse mit 50 Gramm Chia und so weiter und so fort. Also dass das ein bisschen übersichtlicher ist und das Ganze sich einfacher gestaltet. Kannst du auch die PDF, wenn du magst, kannst du auch wahrscheinlich im Stream irgendwie aufmachen, dass man da können wir zusammen alle durchgehen und. Dann bist du aber mal ganz kurz nicht weg. Dann muss ich dich hier eben fix noch mit rein teleportieren. Gib mir eine Sekunde. Mhm. Weil ich habe nämlich nicht gedacht, dass wir hier mit Handouts arbeiten, weil ich dachte, wir quatschen einfach nur eine Runde. Ja, auch, aber ich finde, so hast du schon mal so eine so stichpunktartig eine Übersicht halt von den Sachen, auf die ich sowieso jetzt eingehen werde. Na klar, aber dann kann Chat ja mitlesen. So, Chat. Genau. Passt euch das so? Mann, Robocock, jetzt raus aus meinem Zimmer hier. Ich rede mit meinen Freunden. Oh, Mutti muss immer staubsaugen. Ich kotze, ey. Okay. Könnt ihr das sehen, Chat? Ja, ne? Schön. Okay, dann hau mal einen raus. Also, oben sind, sag ich mal, die wichtigsten Sachen. Da geht es halt um Gewichtskontrolle. Und es gibt halt 1000 verschiedene Meinungen im Internet und sonst von irgendwie selbsternannten Experten, die dann sagen, weiß ich nicht, Fettstoffwechseltraining machen und dies und das. Am Ende des Tages zählt immer die Kalorienbilanz. Also es ist scheißegal, ob man auf nüchternen Magen irgendwie joggen geht oder ob man auf Kohlenhydrate verzichtet und sonstiges. Am Ende des Tages zählt halt immer die Kalorienbilanz. Also man kann das beste Training der Welt machen. Bist du nicht im Kaloriendefizit, kannst du nicht abnehmen. Das ist halt Fakt. Das ist wissenschaftlich auch so belegt. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, die dann sagen, ja, aber bei mir ist es anders, weil Stoffwechsel. Es gibt tatsächlich halt Ausnahmefälle, bei denen der Stoffwechsel zu schnell oder zu langsam arbeitet. Da sollte man vielleicht aber zum Arzt gehen oder zum Experten gehen. Bei diesen Personen verhält sich das gleich, nur der Kalorienverbrauch ist halt anders. Also durch den verlangsamten Stoffwechsel verbrauchen die allgemein weniger Kalorien. Aber im Prinzip nehmen die genauso ab oder zu, wenn die Kalorienbilanz stimmt. Also sind die im Plus, nehmen die zu, sind die im Minus, nehmen die ab. Und das ist eigentlich schon so das Grundprinzip der gesamten Ernährung, ehrlich gesagt. Also wenn es darum geht, Gewicht zu kontrollieren. Jetzt kommt halt die Sache, viele überschätzen oder unterschätzen sich und keine Ahnung, ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, denn ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der sagt, ja, ich habe irgendwie erhöhten Stoffwechsel und ich esse voll viel eigentlich und dies und das und ich habe gesagt, okay, du schreibst mir jetzt mal einen Tag auf, was du isst und dann gucken wir und dann hat er halt aufgeschrieben und im Endeffekt hat er so viele Kalorien aufgenommen, wie er braucht, also plus minus null. Ja, der hat sich aber verschätzt, der dachte, weil er einmal irgendwie eine, weiß ich nicht, halbe Familienpizza verdrückt, dass er viel isst, aber der hat den Rest des Tages nicht betrachtet. Und das muss man betrachten. Genauso die Leute, die sagen, ja, ich esse aber voll wenig, die vergessen voll oft, dass die auch Kleinigkeiten sich irgendwie reinpfeifen. Ja, dann gibt es hier mal irgendwie einen kleinen Schokoriegel, an der Arbeit gab es irgendwie so Teilchen, irgendwie Gebäck etc. Und das läppert sich zusammen. Dann hast du am Ende des Tages 300, 400 Kalorien mehr, denkst aber, also sagen wir mal, du nimmst 2,5 zu dir, hast aber 2,9 zu dir genommen und bist eigentlich im Plus und nicht im Minus. Ich sage auch mal, ich esse wenig. Ich würde an sich jedem empfehlen, mal ein Ernährungsprotokoll zu schreiben. Es muss jetzt nicht alles grammgenau gewogen werden, aber einfach, dass man eine Tabelle macht und dann am Tag aufschreibt, zu welcher Uhrzeit, was hat man gegessen und ungefähr wie viel. Und vor allem sollte man vielleicht hinschreiben, die Motivation, also aus welcher Motivation heraus hat man gegessen. Einfach so, weil man Bock drauf hatte oder weil man Hunger hatte. Wenn man so ein Protokoll eine Woche lang gemacht hat, dann hat man schon oft, oder beziehungsweise sieht man schon oft, ah, okay, guck mal, da hapert's. Also man kriegt ein bisschen mehr Gefühl dafür, wenn man das mal ein bisschen getrackt oder verfolgt hat. Und es muss halt nicht grammgenau sein, weil ich ganz genau weiß, viele Leute wollen nicht da irgendwie alles abwiegen, muss nicht sein. Aber wenn man dann schreibt, irgendwie Handvoll Nüsse,
Das reicht schon vollkommen aus. Meine Handvoll Nüsse oder deine Handvoll Nüsse? Ja, das ist, wie gesagt, das muss nicht exakt genau sein, aber für also, Übersicht reicht das. Also in meine Hand geht fast eine Tüte rein. Ja, gut. Okay, gut. Entschuldigung, ich wollte nur ein bisschen. Ja, alles gut, alles gut. Gut, du brauchst aber auch mehr. Du bist größer. Du hast Muskeln. Ja gut, aber ich glaube, also jetzt mal unter uns, ich glaube ja, also, Mann, Robocock, jetzt verpiss dich. Mann, ey. Ich bin mir ehrlich gar nicht so sicher, wie viel mein Körper verbrennt, um ehrlich zu sein. Also ich track ja ein bisschen was mit der Apple Watch, aber das ist ja mehr oder weniger so ein bisschen, ja, dahergeholt, glaube ich. Das sind ja mehr fiktive Brechenzahlen. Aber ehrlich gesagt kann ich dir nicht sagen, was mein Körper so verbraucht von dem, was ich eigentlich esse. Es ist halt, also das ganz genau auszurechnen ist halt schwierig, also meistens sind es grobe Werte, die man ausrechnet und dann hat man, ja, sag ich mal, so eine grobe Richtung, in die es geht. Man sollte also vielleicht sich an diese groben Werte halten und dann einfach schauen, wie verhält sich das Gewicht und wie fühle ich mich überhaupt. Das heißt, dass man einfach das Gewicht regelmäßig trackt, aber nicht unbedingt täglich, sonst macht man sich verrückt, also einmal die Woche kurz auf die Waage. Und noch wichtiger, Spiegelbild, beziehungsweise Bilder von sich schießen, dass man das vergleichen kann. Und dann schaut man, geht man halt mit dem Gewicht runter oder verbessert, also wenn das der Wunsch ist, verbessert sich das, kann man das erstmal so beibehalten mit der Ernährung. Ist es nicht der Fall, reduziert man einfach irgendwo ein bisschen. Nicht jeder hat halt Bock, das 100% genau zu tracken. Ich selbst mache das auch nicht. Ich gucke einfach nur auf die Nährwerte hinten und, keine Ahnung, nehmen wir jetzt Hähnchen. Da sind 500 Gramm in der Packung, nehme ich die Hälfte. Ich weiß ganz genau, okay, ich habe jetzt 250 Gramm Hähnchen. Wenn es jetzt 10, 20, 30 Gramm zu viel sind, ist egal, weil am nächsten Tag nehme ich halt die andere Hälfte und da sind eben die anderen 10, 20 Gramm weniger. Deswegen, da muss man für sich selbst abwägen, möchte man das 100% präzise machen, weil dann muss man wahrscheinlich spezielle Messungen machen, die dir dann auch ganz genau sagen, wie viel Kalorien du verbrennst. Oder geht man grob in eine Richtung und verfolgt einfach die Optik bzw. das Gewicht, dass es in die gewünschte Richtung eben geht. Ist es nicht der Fall, dann erhöht man die Kalorien oder reduziert man die Kalorien, je nachdem, in welche Richtung man möchte. Und ich glaube, das ist das Einfachste, weil dann hat man nicht so ein richtiges Kopfgeficke. Das verursacht halt mehr Stress, was dazu führt, dass man gar nicht zu den Ergebnissen kommt. Da hatte ich letztens erst so ein Erlebnis. Eine Bekannte von mir hat sich einen Personal Trainer geholt. Er hat ihr vorgeschrieben, wie viel sie man essen soll. Und ich habe ihr gesagt, nach 4 Wochen bist du ausgebrannt, da hast du keinen Bock mehr. Die so, nee, ich investiere Geld da rein, ich werde das machen. Nach 4 Wochen kam genau der Fall, wo ich gesagt habe, die hat sich voll Stress gemacht, weil die sich nicht mehr an die Zeit halten konnte und nicht an die Nährwerte halten konnte. Hat sich richtig Stress und Druck gemacht, ihr Gewicht ist nach oben gegangen, obwohl die, ich weiß nicht, vielleicht hat sie genascht heimlich, aber ihr Gewicht ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Und die hat das Ganze dann abgebrochen, hat angefangen normal zu essen und auf nichts zu verzichten, hat auf einmal wieder abgenommen. Ja, also Stress ist, darf nicht unterschätzt werden. Wie würdest du denn sagen, also gibt es so einen allgemeinen richtigen Weg, wie oft und wie viel man essen sollte oder... Ist das mehr so eigenes Empfinden? Es ist eher so eigenes Empfinden. Also wenn man nicht gerade irgendwie vorhat, auf die Bühne zu gehen, ist das eigentlich egal. Es geht nur darum, dass du auf deine Nährwerte kommst, also dass du genug Eiweiß hast, dass du halt genug Fette hast, genug Kohlenhydrate hast und deine Vitamine hast. Und rein theoretisch kannst du das alles in eine Mahlzeit packen. Also wenn das dein Magen kann, wenn du Bock drauf hast, kannst du es machen. Aber dann darfst du oder solltest du den Rest des Tages halt nichts mehr essen. Mhm. Da gibt's echt also... Ich esse zum Beispiel mal 2-3 Mal am Tag. Und dann liest man, man muss 6 Mal am Tag essen, man muss gar nichts. Also man muss Spaß daran haben, das ist ganz wichtig, sonst wirst du es eh nicht durchziehen. Irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, nee, kein Bock mehr drauf. Deswegen, man muss so den richtigen Weg für sich selbst finden. Auch die richtige Ernährungsart für sich selbst finden. Da gibt es ja 1000 verschiedene und keine davon ist irgendwie besser oder schlechter als die andere. Man muss das für sich selbst entscheiden. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ich wollte dich was fragen. Hier zum Beispiel Draconi schreibt, es wird gegessen, wenn ich Hunger habe. Das ist auch ein ganz gutes, ganz guter Weg. Man muss nur unterscheiden können zwischen ich habe Hunger oder ich habe Lust drauf. Da haben, glaube ich, manche noch nicht so das richtige Gefühl. Die denken sich, oh geil, ich habe eine Pizza irgendwie im Kühlschrank liegen, ich mache die mir mal schnell. Und manche, weiß ich nicht, sind bereit,
in den Krieg zu ziehen, wenn sie keine Pizza bekommen, so ungefähr. Das ist dann vielleicht okay. Dann sollte man sich vielleicht die Pizza gönnen, weil dann sind das so Signale vom Körper, der will vielleicht auch irgendwas, was in der Pizza ist. Man hat Hunger, dann sollte man sich die Pizza gönnen. Ja. Na, Hunger, also Hunger per se ist doch, wenn dein Magen richtig grummelig wird, oder? Ja, Oder wie, genau. also wie per se kann man denn Hunger feststellen? Also jetzt mal wirklich, wie könnte man Hunger feststellen? Ja, schon so Magenknurren, das sind so die ersten Anzeichen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da ist aber jeder definiert das für sich selbst, wie stark oder wie sehr Hunger ist. Ich kann auch mit knurrendem Magen irgendwie einen halben Tag leben. Kann ich auch. Ansonsten, wenn der Blutzuckerspiegel richtig in den Eimer geht und man kurz davor ist, irgendwie umzukippen, dann sollte man vielleicht auch mal eine Kleinigkeit essen. Kann auch mal passieren, hatte ich selbst mal erlebt. Ich bin dann direkt in die Apotheke gerannt, habe mir Traubenzucker geholt und dann, um schnell halt meinen Blutzuckerspiegel nach oben zu treiben und dann sofort ins Restaurant gerannt und was bestellt. Aber das ist eher selten. So kannst du auch mehr oder weniger halt den Hunger definieren. Wenn der Blutzuckerspiegel im Eimer ist, sollte man vielleicht mal was essen. Wie ist das so mit Kopfschmerzen, wenn du lange nicht gegessen hast? Kann passieren, ist aber jetzt nicht so. Rein theoretisch kannst du mehrere Tage fasten, ohne dass Ja, was ja. passiert. Ich glaube, Kopfschmerzen werden hauptsächlich eher so durch Wassermangel verursacht. Also, oder irgendwie Vitaminmangel kann sein. Also bei Kopfschmerzen esse ich auch tatsächlich. Ich sag mal so, der Körper gibt dir schon die richtigen Signale. Wenn du Kopfschmerzen hast und der Meinung bist, du solltest was essen, dann solltest du vielleicht was essen, weil ich kann alles Mögliche erzählen, der Arzt kann alles Mögliche erzählen, aber dein Körper weiß am besten, was für dich gut ist und was eben nicht. Das heißt, wenn du so innere Signale bekommst, dann sollte man das vielleicht, dann sollte man das vielleicht auch machen. Also sollte man vielleicht auch essen. Und so meine ich das auch mit der Pizza. Also wenn du so richtig innere Signale hast auf eine Pizza, gönn dir die Pizza, weil das ist, irgendwas will der Körper, was in der Pizza drin ist, dann solltest du ihm das erlauben. Und dieses Gefühl tritt eher selten auf, wenn man halt ehrlich ist. Alles andere ist so, ja, ich habe Lust drauf. Oft und viel, ja. Wie würdest du denn, also wenn wir jetzt mal nicht so strikt auf Ernährung achten würden mit Zählen und Abwiegen, wie würdest du denn so einen Tag oder so eine Woche aufbauen, was man sich in sich reinpfeifen kann, was, ich sag mal, in Anführungsstrichen einigermaßen sinnvoll wäre, so dass man nicht verzichtet? Ganz kurz, weil hier stellen manche noch Fragen. Sollen wir das vielleicht im Anschluss mit den Fragen machen und wir gehen jetzt erstmal über dein Kram oder soll ich das zwischendurch dann auf die Fragen eingehen vom Chat? Ich würde sagen, wir machen am Ende noch eine Fragerunde, wenn du noch Lust hast, Vladi. Ja, Und dann könnt ihr euch das hätte ich auch aufheben und gesagt. dann ballert ihr das alle rein, weil sonst haben wir mal Unterbrechungen und dann kommen wir aber nicht so durch das Thema durch. Ist das ein Deal-Chat für euch? Hätte ich jetzt auch gesagt, ist am besten, dann kann ich halt gezielt auf die Fragen eingehen. Deal, Deal? Gut, wunderbar. Dann machen wir das so. Dann gehen wir jetzt einfach das Ding erstmal so durch und dann machen wir eure Fragen, alles klar. Jawohl. Was Also ich. nochmal, die Frage war jetzt, wie du im Prinzip eine ganze Woche gestalten könntest von der Ernährung her. Ja, oder ein Tag. Also, wir gehen jetzt mal auf die Pyramide ein. Genau. Ja. Da wollte ich drauf hinaus. Okay. Und zwar, an allererster Stelle sind eben Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe. Jeder schon gehört, sollte man aber immer wieder sagen, hast du in Obst und Gemüse vor allem. Ja, vor allem Vitamine und Mineralien. Die sind auf jeden Fall essentiell, die sollten immer gegeben sein. Isst man genügend Obst, isst man genügend Gemüse, dann hast du schon mal sehr guten Vitamin-Mineralienhaushalt. Ballaststoffe hat man auch sehr viel in Gemüse und Obst, ansonsten in Hülsenfrüchten, in Vollkornprodukten, also unverarbeitetes Getreide. Nüsse haben Ballaststoffe. Die sorgen dafür, dass man eben Fülle im Magen hat und die sorgen für eine gute Darmflora. Deswegen sind Ballaststoffe auf jeden Fall essentiell und man sollte da ja recht viele essen. Ich glaube, die Empfehlung ist so um die 30 Gramm Ballaststoffe ungefähr täglich. Man muss halt schauen, wer nicht gewohnt ist an Ballaststoffe, das kann halt nach hinten losgehen, wortwörtlich. Da muss man sich vielleicht erstmal so ein bisschen rantasten. Und vielleicht mal mit 15 Gramm anfangen und dann mal so alle 2 Wochen, jede Woche mal so um 5 Gramm erhöhen. Aber so 30 Gramm ist ein ganz guter Wert. Oder als nächstes kommt Eiweiß. Das heißt, man sollte eine anständige Eiweißquelle oder Eiweißquellen wählen, die einem selbst zusagen. Bei mir ist es halt Magerquark, die man vielleicht schon annehmen kann. Ansonsten, ich habe angefangen auch viel pflanzliches Eiweiß zu konsumieren, weil es da schon sehr geile Sachen gibt. Also mit Hülsenfrüchten kommt man echt ziemlich weit. Als Beispiel, ich habe letztens eingelegte Kichererbsen gekauft, hab das
dieses Salzwasser da sozusagen rausgemacht und habe die einfach in den Ofen geschmissen. Irgendwie so 20 Minuten müssen die drin sein, dass die knackig werden. Dann einfach Salz, Pfeffer, Paprikapulver und dann hast du wie so Chips, die du nebenher konsumieren kannst mit ordentlich Eiweiß und an sich guten Nährwerten. Kann ich für Snacken kann ich zum Beispiel empfehlen. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Du hast ja letztens ungefähr für mich ausgerechnet, als wir telefoniert haben, wie viel Eiweiß ich brauche. Genau. Und du hast gesagt, das sind bei mir 100 Gramm gewesen, ne? Nee, mehr. Noch mehr. Ja, Wie du hast viel? ja, was hast du gesagt? 1,85 bist du Ja, groß. 1,85, ja. Ich würde halt immer so ungefähr mit dem Optimalgewicht in Anführungsstrichen rechnen. Das heißt, man nimmt einfach die Körpergröße minus 100 und das in Kilogramm mal 2. Also das ist so ein Wert, mit dem man gut rechnen kann. Ansonsten auf der linken Seite habe ich geschrieben 1,6 bis 2,2 Gramm Eiweiß. Der eine mag halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber jetzt bei dir, wenn wir 85 Kilo nehmen, mal 2, dann bist du bei 170 Gramm Eiweiß, die du am Tag schon essen solltest. Vor allem, weil du im Defizit bist. Und im Defizit passiert es sehr schnell, dass man Muskeln verliert. Wenn die Muskeln keinen Baustoff bekommen und wenn die Muskeln nicht oder wenn die Muskeln keine anständigen Reize kriegen im Training. Du hast mir gesagt, dass du auf 60 Gramm Eiweiß kommst. Das ist, glaube ich, sogar unter der Empfehlung von der DGE und die empfiehlt 0,8 Gramm Eiweiß pro Körperkilogramm. Also, ich muss dir wirklich sagen, Vladi, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, okay? Also, ich komme im Leben nicht auf 184 Gramm Eiweiß am Tag. Also, ich müsste, glaube ich, wahrscheinlich wirklich Pumperpulver fressen, damit ich auf das Eiweiß komme. Weil so viel esse ich ja gar nicht. Weil, wenn ich die Menge essen würde, wäre ich ja gar nicht mehr im Defizit. Doch, es geht schon, weil du hast echt viele Eiweißquellen, die sehr mager sind. Und das ist jetzt nur, sag ich mal, das wäre mehr oder weniger der Optimalwert. Du kannst auch mit etwas niedrigeren Werten anfangen. Du musst dich ja auch erstmal rantasten. Ja. Es ist halt manchmal nicht so einfach, dann sofort in so eine, ja, so einen Riesenschritt zu machen. Es ist auch nicht schlimm, wenn du etwas ja, einfacher beginnst, wenn du erstmal zum Beispiel auf 100 Gramm Eiweiß steigerst, dann kannst du auf 120 Gramm steigern, dann kannst du halt auf 150 Gramm steigern und so langsam, langsam rantasten, weil wenn du jetzt, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Währenddessen du kurz guckst, Chat, wir haben im Discord gerade einen Channel erstellt, der nennt sich Food Fragen. Damit ihr eure Fragen nicht vergesst, könnt ihr ins Discord gehen. Da ist ein Channel drin, der ist hier. Und der Feedback, da sind Food-Fragen drin, ballert die da rein. Wir gehen das nachher alles durch. Also alles, was jetzt so mit diesem Talk hier zu tun hat, könnt ihr da reinzimmern und wir gehen das nachher alles schön durch. Und dann ist das auch geordnet. Dann müsst ihr das jetzt nicht irgendwie in eurem Kopf oder in Steuerung C behalten. Deal? Deal. Weiter. So, pass auf, zum Beispiel Geflügel. Also, ich habe das verallgemeinert, beziehungsweise nehmen wir einfach Hähnchenbrust explizit. Das sind 23 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das sind 2 Gramm Fett. Das sind 0 Gramm Kohlenhydrate und das sind 110 Kalorien. Das heißt, wenn du dir jetzt 200 Gramm Hähnchenbrust reinpfefferst, das sind dann fast 50 Gramm Eiweiß, die du hast und sind knapp über 200 Kalorien. Das ist halt nichts. Und Ja. 200 Gramm Hähnchen, die kann ich inhalieren, sage ich mal. Die sind jetzt, ja. Magerquark auch als Beispiel, das sind 12 Gramm pro 100 Gramm, also 12 Gramm Eiweiß und das sind 66 Kalorien. Ich esse immer so ein halbes Kilo Magerquark. Ja, der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich erstmal machen. Jeden Ich Tag? esse den fast. Also ich mache das, also ich mache so, ich habe so Geschmackspulver, was ich mir in den Magerquark mache, so Butterkeksgeschmack, sehr geil. Dann mache ich mir eine Banane rein. Ich mache mir so, ja, so eine halbe oder so eine Handvoll Mandeln rein. Ich mache mir noch Dinkelkleie rein, weil die halt pure Ballaststoffe sind. Und ich komme auf 70 Gramm Eiweiß, das ist mein Frühstück. Das sind knapp über 600 Kalorien und das ist halt ein halbes Kilo Magerquark. Aber das ist voll, also Magerquark mit Wasser gemischt, der geht runter wie Butter. Das ist halt mein Weg. Also da gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Es gibt Skyr als Ersatz zu Magerquark. Das Was? ist irischer Joghurt, meine ich. Also so eine Art Magerquark. Ich glaube, Ich glaube, griechischer irisch war das. Joghurt ist das, oder? Ist Skyr nicht griechisch? Oder griechisch. Ich glaube, griechisch. Skyr habe ich auch eine ganze Weile gegessen. Ja, manchen schmeckt das besser als Magerquark, weil es auch eine etwas andere Konsistenz hat. Aber nur halt als Beispiel, wie gesagt, Magerquark nehmen wir jetzt halbes Kilo. Das sind dann 330 Kalorien.
Ein halbes Kilo Magerquark sind 60 Gramm Eiweiß. Das wäre sozusagen schon die Hälfte deines Tagesbedarfs, was Eiweiß angeht. Also müsste ich theoretisch, also ich muss dazu sagen, Vladi, ich habe mir diesen Monat eine Challenge gegeben, weil ich etwas bewusster Fleisch essen möchte. Und ich möchte maximal 4-mal Fleisch essen diesen Monat. Maximal. Den Rest versuche ich Veggie oder vegan aufzufüllen. Okay, geht auch. Also du hast extrem gute Eiweißquellen auch aus dem Pflanzlichen, zum Beispiel rote Kidneybohnen. Ich habe jetzt die Werte nicht vor mir. Vorteil dabei ist es, dass die eigentlich schon alles haben. Die haben halt Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Also im Prinzip musst du dazu nur noch irgendwie Gemüse essen. Ja, kannst dir irgendwie Salat mit roten Kidneybohnen machen. Ich würde halt empfehlen, immer die trockenen zu kaufen und selbst einzulegen. Wenn man halt extrem faul ist, kann man natürlich auch die eingelegten kaufen, aber dann sind die Werte etwas anders, weil du weißt halt nicht, wie lange sind die eingelegt und es wird anders berechnet. Und bei wenn du die selbst einlegst, kannst du halt die Trockenmassen nehmen und dann weißt du ganz genau, okay, wie viel davon hast du genommen. Aber rote Kidneybohnen, richtig gut. Kichererbsen sind extrem geil. Die kann man zum Beispiel zu Mousse verarbeiten. Also Hummus ist aus Kichererbsen. Ich würde aber vielleicht nicht das Originalrezept nehmen, weil da ist super viel Öl drin. Unnötige Kalorien. Ich habe gesehen, man kann das Wasser, in dem die eingelegt sind, sozusagen mit in den Mixer reinhauen und dann einfach pürieren, würzt du, wie du Bock hast. Und dann hast du so einen schönen Kichererbsen-Mousse, den du aufs Brot schmieren kannst, den du als Dip nehmen kannst. Und Kichererbsen haben auch gute Fette vor allem. Die haben gute Kohlenhydrate und die sind schon sehr eiweißreich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mag ja Falafeln. Ich sag's dir so, wie es ist, aber leider sind Falafeln in der Tonne Öl gemacht. Gut, aber es gibt bestimmt Möglichkeiten oder Varianten, wie man das eben etwas kalorienärmer machen kann. Du kannst halt, es gibt halt so viele Rezepte, ich habe die halt nicht mal alle im Kopf, aber es gibt so viele Möglichkeiten, die du hast. Ich hab mal Pancakes gemacht aus Magerquark, die waren übelst geil und die waren halt pure Eiweißbombe. Eier sind zum Beispiel gut, wenn man jetzt tierische Produkte konsumiert. Ja. Kannst du auch super viel machen mit. Es gibt verschiedene, hier Sojajoghurt und sowas. Mhm. Wenn man auf sowas steht, muss man halt probieren, das ist nicht jedermanns Sache. Wenn man so ein bisschen veganer halt leben möchte. Ich hab's probiert, schmeckt echt gut. Kann man gut als Ersatz nehmen. Tofu ist sehr geil, muss ich zugeben. Ich habe mich früher immer vor Tofu gedrückt, bis ich es halt einmal zubereitet habe. Beim ersten Mal habe ich natürlich verkackt, weil ich nicht wusste, wie ich es machen soll. Beziehungsweise ich mag die Konsistenz nicht so ganz, aber beim zweiten Mal habe ich das Tofu etwas dünner geschnitten und länger gebraten und dann war das so richtig knackig, so ja, fast schon so wie Chips. Das war echt geil. Ich habe mir einfach eine Gemüsepfanne mit Tofu gemacht. Tofu hat auch extrem, ist eine extrem gute Eiweißquelle. Also alles, was irgendwie mit Soja zu tun hat. Und da gibt es ja irgendwie Gerüchte, Soja würde irgendwie den Östrogenspiegel nach oben treiben und bla bla bla. Ist halt, also alles irgendwie Bullshit. Das sind, da, ich weiß nicht, welche Mengen dafür man verzehren muss, damit das irgendwie relevant sein wird. Und Eiweißpulver. Aus Reis, Protein oder Whey-Protein wäre halt die Milchvariante. Sojaprotein gibt's, sollen alle sehr gut schmecken. Ich habe tatsächlich die veganen Varianten noch nicht probiert. Ich nehme so gut wie gar kein Proteinpulver zu mir. Also zum Thema Eiweiß, ich komme auf meine 150 bis 180 Gramm Eiweiß ohne Proteinshakes. Also ich aktuell auf jeden Fall nicht. Nur so nebenbei. Thunfisch kannst du in den Salat reinpfeifen. Thunfisch hat Thunfisch aus der Dose im eigenen Saft. Auf 100 Gramm hast du 23 Gramm Eiweiß. So gut wie gar kein Fett. Sind 99 Kalorien. Kannst du auch in den Salat reinpfeifen. Also ich muss jeden Tag aktuell 183 Gramm Eiweiß zu mir nehmen. 170. Das wäre so, sag ich mal, wo du hin willst oder hin solltest, ja. Irgendwann ist es Gewohnheitssache. Also irgendwann machst du es tatsächlich locker aus dem Handgelenk. Aber ich würde langsam steigern. Du musst dich erstmal rantasten, du musst gucken, was schmeckt dir nicht, wie viel, etc. Deswegen geh erstmal auf 100 hoch, dann auf 120. Ja, also wenn du dich mit 100 gut fühlst und sagst, okay, jetzt kann ich mal steigern, dann steigerst du auf 120 und so weiter und so fort. Weil du willst halt, das Letzte, was du willst, ist Muskelmasse verlieren. Jeder hat Muskelmasse, aber der Körper sagt, wenn du abnimmst, also wenn du im Defizit bist, will der Körper auf gar keinen Fall Fett verbrennen, der will erstmal Muskeln verbrennen, weil die braucht er nicht. Ja, die brauchst du oder die willst du haben, aber dem Körper ist das scheißegal. Der sagt, nee, weg mit den Muskeln.
Wenn du nicht genug Baustoffe lieferst, verbrennt er einfach die Muskeln. Oder vermehrt bis zu einem gewissen Grad. Wenn du nicht trainierst, verbrennt er auch die Muskeln, weil du durchs Training gibst du ihm Reize oder Signale und sagst: Hier, Freundchen, lass mal meine Muskeln in Ruhe. Geh an das Fett. Und irgendwann sagt der Körper: Okay, der hat keine Wahl. Weil ja, unser Stoffwechsel oder unsere Anatomie hat sich die letzten sonst wie viele 10, 20, 30.000 Jahren halt nicht verändert. Und der Körper hat Angst, deswegen speichert er auch gerne Fett ein. Und er hat Angst, das Fett loszuwerden, weil es könnten ja schlechte Zeichen folgen. Also der Körper hat noch nicht verstanden, dass wir meistens genug Nahrung haben und gar nicht in so Defizite gehen, wo wir Nahrungsmangel haben und er in die Fettreserven gehen kann. Aber ma macht ihr da nicht, also es geht tatsächlich mit dem Eiweiß. Wie gesagt, wir steigern das langsam jetzt zusammen, fraxen und wieder, wie was, warum, weshalb. Das geht auf jeden Fall. Andere schaffen es auch, wie gesagt, es geht auch ohne Proteinshakes. Ansonsten, es ist jetzt keine Schande, sich Proteinshakes zu holen. Man sollte nur lernen, nicht die Proteinshakes als Ersatz für Nahrung zu sehen. Nee, das, also ich habe mir, also ich möchte das wenn dann auch komplett ohne Pumperpulver machen. Also ich nenne das jetzt mal Pumperpulver, also ohne Ersatzstoffe. Also ich sag mal so, denn das wird auf jeden Fall nichts in einer Mahlzeit, würde ich sagen. Nee, in einer Mahlzeit wird es schwierig. Also, das ist. Ich esse halt aktuell so einmal ungefähr. Okay. Das wird viel Food Prep. Ja, dann solltest du vielleicht halt auf. Also in zwei Mahlzeiten geht das auf jeden Fall. Ich mache Ja. das, wie gesagt, also ich mache das momentan, dass ich zwei bis drei Mahlzeiten esse. Manchmal habe ich keinen Bock auf drei Mahlzeiten, weil ich selbst Kalorien am Einsparen bin. Und dann esse ich zwei Mahlzeiten. Aber das geht. Wie gesagt, mein Frühstück sind schon 70 Gramm. Das ist eigentlich die Hälfte Ja. von dem, was ich an Eiweiß brauche. Und das sättigt mich sehr lange. Es schmeckt gut und das sind gerade mal 650 Kalorien, meine ich, so aus dem Kopf jetzt. Okay. Ja, und ich habe da meine Ballaststoffe, ich habe da mein Obst, also eine Banane halt drin, ich habe mein Eiweiß und ich habe gesunde Fette durch die Nüsse. Das heißt, so von den Nährstoffen her ist es ein sehr gutes Frühstück. Chat, wir machen ganz viel Foodunfall demnächst. Ich hoffe, ihr wisst das schon. Bis ihr das nicht mehr sehen könnt. Aber Meal Prep ist gut, also da kannst du nämlich vorher schon wissen, wie viel von was, also da kannst du ein bisschen mehr planen. Was ich empfehlen würde, von dem Gedanken wegzugehen, täglich auf irgendwelche Werte zu kommen, sondern eher zum Gedanken hin, das Ganze auf die Woche zu betrachten, weil sonst machst du dir Stress und der Körper funktioniert nicht so, dass du, weiß nicht, es gibt ja so die Gerüchte nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Körper um 18 Uhr eins sagt, so, du Schlingel, wenn du jetzt irgendeinen Zucker isst, nimmst du zu. Jetzt ist Ich glaube. Feierabend, Alter. Ja, jetzt ist Feierabend, jetzt wirst du fett. Aber bis Vor 18 Uhr kannst du halt alles reinpfeifen, was du willst. Bier, Alkohol, Pizza, scheißegal. alles. Aber wenn du Ja. um 18 Uhr aufhörst, dann hast du morgen abgenommen. Ja, richtig. Richtig. 17:59 Uhr sollten die letzten Kohlenhydrate konsumiert werden. Alles danach wirst du direkt fett. Das wird sofort in Fett umgewandelt. Ja, Also. selbst wenn du noch einen Marathon läufst danach, ist halt Feierabend. Richtig. Körper hat Feierabend. Ja. Aber es ist so witzig, dass das auch klingt, so denken halt viele Menschen, ja, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate. Dem Körper ist es scheißegal, wann du isst oder was du oder wie viel wann du isst. Dem ist das völlig egal, solange die Bilanz stimmt. Und die Bilanz würde ich halt, ich habe jetzt pro Tag genannt, aber ich würde tatsächlich über die Woche rechnen, weil es ist nicht auch so, dass du alles, was du bis 24 Uhr gegessen hast, um 24 Uhr direkt verwertet wird. Das sind Prozesse, die dauern teilweise tagelang. Also wenn du jetzt heute, weiß ich nicht, 300 Kalorien mehr gegessen hast, als du solltest, kannst du morgen 300 Kalorien wieder einsparen. Das Ja. macht es viel einfacher für jeden, weil du dann, wie gesagt, auf die Woche betrachtest und dann bist du einen Tag mal aktiver oder hast einen Tag mal mehr gegessen, den anderen Tag mal weniger und machst dir keinen Stress, weil Stress ist echt, also das kann vieles limitieren. Ja, ich merke das auch gerade. Also ich habe mir ja vorgenommen, auf nichts zu verzichten. Das heißt, wenn ich mal irgendwas essen will, weiß ich, ich war letzte Woche, ich weiß gar nicht, vor kurzem war ich beim Italiener und habe mir richtig was ins Gesicht gedrückt. Also so drei Gänge mit alles mögliche Pipapo. Dafür habe ich halt die nächsten Tage vernünftig, ich sag mal, sagen wir mal, bewusster gegessen und es ist nichts passiert. Ich habe sogar abgenommen. Ja, so mache ich das auch. Also das ist das Beste, weil gehen wir gleich bei der Pyramide ein. Ganz kurz nochmal die Dings hier. Ich würde mal sagen, wir machen mal kurz die Pyramide fertig. Ja, mach. Und zwar Fette steht nochmal links dann, wie viel man Fette essen sollte. Das sind auch so 0,7 bis 1 Gramm. Mit 1 Gramm lässt sich halt leicht rechnen. Also bei 85 Kilo 85 Gramm Fette. Da sollte man darauf achten, dass es möglichst
keine verarbeiteten und keine gesättigten Fettsäuren sind. Ich weiß jetzt auf jeden Fall nicht aus dem Kopf, wo was ist. Auf jeden Fall pflanzliche Produkte, Nüsse und sowas haben viele ungesättigte Fettsäuren. Fisch hat viele ungesättigte, unter anderem halt Omega-3, was sehr wichtig für den Körper ist. Omega-3 ist gut für den Stoffwechsel. Da gibt es, weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich 100 Seiten von positiven Einflüssen von Omega-3 auf den Körper. Gesättigte Fette sind oft in verarbeiteten Lebensmitteln. Vor allem gibt es da noch eine Art, das nennt sich Transfette, das hat man oft in so Fastfood und fertige Lebensmittel. Also die gaukeln irgendwie dem Körper vor, dass es Fette sind, sind es aber, also tatsächlich sind die aber schädlich für den Körper. Da heißt aber nicht, dass man die nicht verzehren sollte. Also ich bin der Letzte, der sagt, du sollst dies nicht essen oder das nicht essen. Die Dosis macht das Gift. Also eine Pizza oder zwei Pizzen in der Woche machen nichts, aber wenn du jetzt jeden Tag drei Stück isst, sollte man vielleicht mal überlegen, ist das im Zusammenhang. Einfach gucken, dass man genug Nüsse isst, genug so Olivenöl und sowas zu sich nimmt. Halt, wenn man tierisches Eiweiß isst oder Tiere an sich verzehrt, Fisch, fetten Fisch vor allem, so Lachs ist sehr gut für die Omega-3s, ansonsten als Veganer oder Vegetarier, wenn man eben auf Fisch verzichtet. Leinöl kann man nehmen, das hat recht gut Omega-3. Ist zwar etwas anderes Omega-3, der Körper muss das erst verarbeiten, aber Leinöl kann man sich, weiß ich nicht, zum Essen einfach mal so einen Esslöffel irgendwo reinmachen in den Salat. Nur nicht braten mit Leinöl, das ist dann eher giftig. Walnüsse haben gut Omega-3. An sich Nüsse haben Omega-3. Das wäre jetzt so für die vegane Alternative. Aber ich sag mal so, die Leute, die sich vegan ernähren, die kennen sich mit der veganen Ernährung besser aus als ich. Weil die müssen sich da richtig informieren und drum kümmern. Ich kann da nur so ein paar Hinweise und Tipps geben, aber wahrscheinlich kann ich von einem richtigen Veganer mehr lernen, als er von mir, was die vegane Ernährung angeht. Ich weiß nur, wo welche Nährstoffe halt sind, wo man drauf achten sollte. Das ist übrigens ein sehr stabiles Statement. Also, das ist halt so. Ja, also ist aber sich das einzugestehen, dass man an der Stelle ein Defizit hat und andere Leute das besser können und das öffentlich vor vielen Leuten macht, ist stabil. Finde ich gut. Also, weil ich bin halt der Letzte, der irgendwie versucht, Scheiße zu erzählen. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich es lieber, bevor ich irgendwie versuche, da um den heißen Brei zu reden. Ja, ist und gut. Wie gesagt, da ich selbst kein Veganer bin, ich habe zwar meinen Fleischkonsum reduziert und musste mich natürlich ein bisschen beschäftigen, was kann ich dann als Alternative nehmen. Aber da ich selbst keiner bin, bin ich nicht so in dieser Bubble, sage ich mal, drinne und kann dann nicht zu 100% sagen, was ist so das Beste oder wie kann man das optimal gestalten, weil ich ganz genau weiß, die Veganer, die ich kennengelernt habe, wussten eigentlich, wie die sich zu ernähren haben. Die wussten, dass es gewisse Defizite gibt. Die wussten aber auch, wie man die ausgleicht. Ja. Deswegen kann ich zum Beispiel zu Omega-3 sagen, dass pflanzliche Omega-3 verhält sich etwas anders zu dem tierischen. Deswegen muss man davon ein bisschen mehr konsumieren, weil der Körper das erst verwerten oder verarbeiten muss. Mhm. Gut, dann Kohlenhydrate machen den Rest aus. Also wenn man weiß, wie viel Kalorien man zu sich nehmen sollte, nimmt man den Rest der Kalorien sozusagen durch Kohlenhydrate auf. Da vermehrt drauf schauen, dass es möglichst komplexe Kohlenhydrate sind, also Vollkornprodukte. Obst ist so eine Sache. Viele sagen ja, Obst, schnelle Kohlenhydrate, Zucker, Obst ist schlecht. Nein, Obst ist nicht schlecht. Obst besteht auch teilweise aus langsamen Kohlenhydraten und Obst hat vor allem Vitamine und Mineralien und die sind super wichtig. Also da nimmt man das oder da sollte man in Kauf nehmen, dass man eben Zucker konsumiert. Vor allem Zucker finde ich jetzt nicht so schlimm an sich. Und wie gesagt, so Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, das sind alles sehr gute Kohlenhydrate. Also was schlechte Kohlenhydrate wären, reiner Zucker und Weißmehl. Das sind so Sachen, auf die man nicht verzichten sollte, aber die man vielleicht etwas weniger konsumiert. Von den Vollkornprodukten hat man einfach gesundheitlich mehr. Wie sieht es denn mit so künstlichen Süßstoffen aus, wo du gerade Zucker gesagt hast? Kann man machen. Also da gibt es auch, keine Ahnung, nehmen wir Aspartam, da gibt es irgendwie Studien, die an Mäusen durchgeführt wurden und denen wurde so eine krasse Überdosis an Aspartam verpasst, dass die halt gesundheitliche Probleme dadurch hatten. Ich habe irgendwo einen Podcast gehört, die haben gesagt, da müsstest du im Prinzip 10 Liter Cola Light oder Cola Zero, wo da jetzt Aspartam drin ist, müsstest du am Tag trinken, damit das irgendwie eventuell gesundheitliche Folgen hat. Und ich glaube, niemand trinkt so viel. Also kann man eigentlich ohne Bedenken zu sich nehmen. Ich nehme selbst Süßstoffe zu mir, wie gesagt, so Geschmackspulver. Das sind aber so geringe Mengen, da würde ich mir gar keinen Kopf drum machen. Also ich kenne niemanden, der sich kiloweise Süßstoff am Tag reinzimmert.
Da. Deswegen würde ich, also, man muss nur aufpassen. Gibt irgendwie so das Gerücht, dass Zuckerersatzstoffe im Prinzip Heißhungerattacken auslösen können. Es könnte natürlich auch sein, dass es vielleicht Kopfsache ist und viele denken so, oh geil, ich habe oder ich habe simuliert Zucker aufgenommen, jetzt habe ich extrem Heißhungerattacken. Da muss man halt so ein bisschen auf den Körper hören, man muss halt schauen. Also wenn man vom Süßstoff oder vom Zuckerersatz Heißhungerattacken hat, dann würde ich das vielleicht reduzieren oder darauf verzichten. Aber wenn man da, weiß nicht, zu seinem Mittagessen Glas Cola Zero trinkt, go for it. Also von Cola Zero kriege ich die Scheiße, von Cola Light nicht. Frag mich nicht wieso. Also Wie gesagt, es kann halt Kopfsache sein, also kann ich dir auch nicht sagen. wenn ich eine Flasche Cola Zero trinken habe, kann ich den ganzen Tag nur fressen eigentlich. Das ist ganz komisch. Finde ich. Schreibt einer, mein Einwand, dein Körper produziert Insulin, findet dann aber keinen Abnehmer, da kein Zucker da ist, also bekommt man Lust auf Zucker, Kohlenhydrat und so weiter. Also das kann tatsächlich sein. Aber wie gesagt, ich kann Zucker essen, ohne dass ich Heißhungerattacken bekomme. Das muss jeder für sich selbst dann abwägen und entscheiden. Es gibt welche, die sehen nur Zucker und rasten dann schon komplett aus. Twitch Prime. Wenn, Ich dann würde lade ich Prime. empfehlen, zur Weil normalen du geil Mahlzeit bist, sowas zu essen, Dietze. damit der Blutzuckerspiegel eben nicht so krass nach oben steigt und der Insulinpegel nicht nach oben steigt. Also sprich Mittagessen, normal essen, irgendwie, weiß ich nicht, Reis mit Hähnchen jetzt und dazu Glas Cola. Dann hat man, oder dazu irgendwie seinen Schokoriegel, auf den man Bock hat, dann steigt der Blutzuckerspiegel nicht so weit nach oben. Also so kannst du das in den Tag integrieren. Das würde ich auf jeden Fall so empfehlen, wenn man da Probleme mit hat. Wenn man das unter Kontrolle hat und diszipliniert ist, dann ist es scheißegal, wann man das konsumiert. Und wie gesagt, die Menge ist unbedenklich. Also kein normaler Mensch wird so eine hohe Menge verzehren, dass es gesundheitlich dann irgendwelche Probleme gibt. Das zum Zuckerersatz. Gut, dann, das wäre so einmal zu der Tabelle. Ich würde sagen, wir gehen dann Stück weit runter zum Essverhalten. Das ist ganz wichtig. Das ist halt, was man in den Tag richtig integrieren sollte. Und zwar der erste Punkt: Volumen löst Sättigung aus. Viele denken, Kalorien lösen Sättigung aus. Das ist aber Schwachsinn, weil wenn du jetzt 100 Milliliter Öl trinkst, bist du auf gar keinen Fall satt. Du hast aber 900 Kalorien aufgenommen. Isst du jetzt ein Kilo Salat, hast du, weiß ich nicht, 300 Kalorien aufgenommen, bist aber dann satt für einen halben Tag wahrscheinlich. Volumen erreicht man vor allem durch ballaststoffreiche Nahrung, also Gemüse in dem Fall. Deswegen da möglichst viel davon verzehren. Obst genauso, also Obst ist auch für das Volumen zuständig. Da würde ich immer drauf setzen. Ja, da hätten wir auch direkt wieder Bezug zu der Pyramide. An erster Stelle Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe. Also wenn man satt sein will, Obst essen. Was manchen hilft, so ein Glas Wasser vor dem Essen zu trinken. Dadurch hat man ein bisschen mehr Volumen im Magen und ist dann schneller satt. Aber es ist scheißegal, wie viel Kalorien du aufnimmst. Erst ab einem bestimmten Volumen sendet dein Magen sozusagen Sättigungsgefühle an dein Gehirn und dann bist du satt. Und das erreicht man eben durch Volumen. Also ich muss zu der Salatgeschichte. Also ich esse ja momentan sehr gerne Salat und ich knall mir auch sehr große Schüsseln in den Korb. Aber so richtig, also ich fühle mich danach nicht so gesättigt oder müde, sage ich mal, als wenn ich mir eine Pizza reindonner. Wo kommt denn das her? Also kennst du wirst das ja kennen, also natürlich wirst du das kennen, aber dieses Gefühl der Müdigkeit, dann weißt du immer, du hast eigentlich nur Scheiße gefressen, wenn du müde wirst nach dem Essen. Und davon bist du aber richtig satt. Wenn du dir jetzt eine richtige Schüssel Salat reinballerst, hast du dieses Gefühl nicht, sondern du bist immer noch fit und energetisch, aber nicht so dieses Sättigungsgefühl. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich mir bisher noch nicht selbst gestellt habe. Aber ich würde mal sagen, dadurch, dass die Ballaststoffe anders verdaut werden und vor allem länger verdaut werden und die Pizza eher schneller verdaut wird, also dass der Körper bei der Pizza kurzfristig mehr arbeiten muss als bei dem Gemüse oder ballaststoffreicher Ernährung. Deswegen kommst du in so ein Mittagstief, sage ich jetzt mal, ja, wo man sich dann etwas müde fühlt, weil der Körper oder der Magen muss arbeiten, der zieht teilweise Blut vom Rest des Körpers so ein bisschen ab und deswegen wirst du müde. Deswegen machen auch viele so nach dem Essen Mittagsschläfchen. Und bei ja, ballaststoffreicher Ernährung oder beim Salat ist es halt ein Prozess, der etwas länger dauert. Eiweiß ist zum Beispiel genauso, dauert etwas länger zum Verdauen oder verdaut ein bisschen anders. Würde ich jetzt tatsächlich
so erklären, aber muss zugeben, so jetzt wissenschaftlich habe ich dann das noch nie recherchiert, aber wäre eine gute Frage. Kannst du das vielleicht bei dir in Discord reinschreiben, weil da würde ich gerne nachher selbst recherchieren und gucken. Dann Ja. kann ich das im Nachhinein nochmal vielleicht genauer beantworten. Das ist eine gute Frage, tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Warum wird man von einer Pizza müder als von einem Salat? Das sollte ja reichen. Kannst du damit was anfangen, ja, ne? Ja, Habe ich mit aber reingeschmeißt. gut ist auch die Frage, so welches Volumen hat deine Pizza und welches Volumen hat dein Salat? Es kann ja sein, dass die Pizza, also wenn du dir eine Familienpizza reinpfeifst und dann so 300 Gramm Salat isst im Vergleich, dann ist es halt selbstverständlich. Nee, aber jetzt also Salat. Es gibt ja diese Fertigsalate im Supermarkt. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Ah ja, ich weiß, 300 Gramm ungefähr sind Genau, das. Ich weiß, so. was Und du meinst. dann, also davon das, dann nochmal diese, die Mozzarella-Dinger noch mit rein. Quasi. Und das ist schon eine ordentliche Schüssel auf jeden Fall. Also da geht schon richtig was in den Leib rein. Und Pizza halt nochmal 28, würde ich sagen. Also ich finde, von einer 28er Pizza kannst du mich in den Schrank stellen. Also Aber mittlerweile. ich guck mal nachher auf jeden Fall, ist interessant. Gut, hier schreiben ein paar Leute, also sind auf jeden Fall ein paar interessante Punkte, aber ich guck mal, was die Studien dazu sagen, also ob es da auch eine Studie dazu gibt, dann weiß man ganz genau, warum der Körper so funktioniert. Ja. Ich weiß aber, was du meinst. Kenne ich. Wenn man irgendwie zu viel gefressen hat, dann klar, die müde. Ich hab's nicht mehr. Also ich hab aufgehört, so zu essen. Also Ja, ist auch besser so. ich hab aus meiner Ernährung alles rausgeschmissen, was das hervorruft. Also in jeglicher Form. Also das hier, das ist, finde ich persönlich, schon viel Mittagessen. Wenn ich mir das reinknall, dann wäre ich nicht müde davon. Also und Okay. sobald ich von dem Essen müde werde, gibt's das nicht mehr bei mir. Ich weiß nicht, ob das ein logische Konsequenz ist, so dieses Körperzeichen, wenn dir dein Körper sagt, so, Klar, nee. kann sein, also klar, auf jeden Fall plausibel, also kann durchaus sein. Und wie gesagt, ich würde jetzt schätzen, dass es wirklich, du hast halt, wie heißt das jetzt? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Also du in der Pizza halt viele Kalorien sozusagen auf kleineres Volumen. Das heißt, der Körper muss das ja schnell aufbereiten oder schnell verdauen und bei Gemüse hast du halt großes Volumen und wenig Kalorien. Das heißt, der Körper hat weniger Arbeit, der muss weniger verdauen und vor allem durch Ballaststoffe verdaut er länger. Ja, der muss nicht alles auf einmal verdauen. So könnte ich es mir halt vorstellen, dass er dann dadurch müde wird, weil wie gesagt, wenn der Magen arbeiten muss, zieht er Blut sozusagen aus dem Körper, weil er eben arbeiten muss. Da gibt es tatsächlich, kann ich nur empfehlen, auf Netflix eine Serie. Boah, ich schreibe das nachher mal in den Discord rein. Da werden Körperfunktionen und sowas erklärt. Die ist richtig geil. Und da wird sowas auch erklärt. Zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, in einer lebensbedrohlichen Lage bist, dann zieht dein Körper Blut vom Magen weg. Ja, sodass du Energie halt hast zum Weglaufen oder eben kämpfen. Und wenn das sich alles wieder beruhigt, kann es passieren, dass du extrem Hunger hast, weil das Blut wieder in den Magen schießt. Und wenn du zu viel isst, ist halt umgekehrt. Der Körper zieht dann überall weg, du wirst müde, weil der Magen arbeiten muss. Ja. Ja, gucke ich nachher. Okay, cool. Gut, dann Einstellung zum Essen ändern. Haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, und zwar, um das ganz einfach zu beschreiben, Essen ist weder gut noch böse. Essen hat keinerlei Bewertung, Essen ist neutral. Also was macht den Zucker schlecht? Ein Löffel Zucker bringt dich nicht um. Wenn du jetzt jeden Tag Kilo Zucker verzehrst, dann wird das wahrscheinlich nicht so gesund sein. Aber diese Einstellung zum Essen ist schon sozusagen gestörtes Essverhalten, weil du versuchst mit aller Kraft Zucker zu meiden, was aber dazu führen kann, irgendwann, dass du umso mehr Bock drauf bekommst. Ja, also diese verbotene Frucht, sage ich mal. Man sollte sich auf gar keinen Fall irgendwas verbieten. Ganz wichtig, man sollte nur bewusst an die Sache rangehen. Man sollte sich bewusst machen, wie viel darf ich oder wie viel kann ich von was essen. Also man sollte das Verhältnis sollte einfach stimmen. Ja, nochmal zum Beispiel mit der Pizza. Also drei Pizzen am Tag und man hat keine
man hat nicht genug Eiweiß, man hat nicht genug Vitamine und sowas, das ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn du jetzt morgens normales Essen hast, mittags normales Essen hast und abends eine kleine Pizza gönnst, kannst du das theoretisch jeden Tag machen. Solange die Vitamine, Mineralien und sowas stimmen, solange die Nährstoffe stimmen, spricht nichts dagegen, wenn du dir tatsächlich jeden Abend eine Pizza reinziehst oder jeden Abend einen kleinen Schokoriegel. Das wird dem Körper gar nichts ausmachen. Also wenn man es richtig extrem macht, kann man zum Beispiel durch Burger King abnehmen, weil wenn die Bilanz stimmt, nimmst du ab. Also wenn du nur einen Burger am Tag isst, wirst du trotzdem abnehmen. Und deswegen sollte man sich abgewöhnen, der Nahrung irgendwelche Bewertungen zu geben oder die Nahrung irgendwie zu generalisieren und sagen, okay, alles Zucker ist schlecht, alles Weißmehl ist schlecht. Vielmehr einfach bewusster an die Sache rangehen. Kann ich echt nur jedem ans Herz legen, das so zu sehen und einfach zu verstehen, dass Nahrung neutral ist, egal welche Nahrung. Ja. Deswegen der nächste Punkt halt, Essen ist halt neutral anzusehen. Möglichst unverarbeitete Lebensmittel konsumieren, da wären wir auch bei dem Beispiel. Also unverarbeitet heißt sozusagen, man soll die schon irgendwo kochen, aber man sollte möglichst die rohen Produkte nehmen und selbst verarbeiten, damit man noch weiß, was, sag ich mal, in die Pfanne kommt. Nicht irgendwie schon geschnippeltes Gemüse kaufen, außer das gefrorene Gemüse, das ist tatsächlich gut, weil das meistens gepflückt und direkt schockgefrostet wird. Aber weiß ich nicht, Salami nehmen wir jetzt. Salami ist verarbeitetes Fleisch. Man weiß nicht, was drin ist. Man weiß nicht, wie es verarbeitet wurde. Wenn du jetzt selber Salami machen kannst, dann ist es was anderes. Aber lieber dann so ein Stück Hähnchen nehmen oder ein Stück Rind nehmen, selbst verarbeiten, wie man das möchte, anstatt das schon fertig zu kaufen. Vor allem hast du bei verarbeiteten Lebensmitteln eben öfter mal so schlechtere Fette. Da hast du teilweise irgendwelche Palmölgeschichten drin, die jetzt nicht gerade das Beste für die Gesundheit sind, wenn man da eben zu viel davon konsumiert. Deswegen möglichst alles unverarbeitet nehmen, selber verarbeiten, so wie man es braucht, und dann konsumieren. Ich sag, oder man sagt öfter, 80% sollen auf jeden Fall gesund sein, also 80% der Ernährung sollen sehr bewusst sein und 20% kann man nach Belieben machen. Wie man das jetzt einteilt, ist einem selbst überlassen. Man kann 6 Tage die Woche sich nur von gesunden Nahrungsmitteln ernähren und dann einen Tag mehr oder weniger so ein Cheat Day machen. Wobei ich das nicht als Cheat Day bezeichnen würde, sondern einfach mal nicht auf Ernährung achten Tag. So ungefähr. Weil Cheat Day ist schon wieder, man gibt dem ganzen Namen und bewertet das irgendwo mehr oder weniger schlecht. Aber so 20% kann man nach Belieben essen. Ja, und wenn du jetzt zweimal am Tag gesund isst und einmal am Tag dir irgendeine Kleinigkeit gönnst, was soll der Geiz? Passiert nichts. Ja, Wasser, super wichtig. Ich vergleiche Wasser oder ich nenne Wasser immer Lebenselixier. Unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser. Aus dem Wasser ist irgendwie Leben entstanden, also Wasser. Man sollte das dem Körper zuführen, woraus er auch irgendwie teilweise besteht oder woraus er hauptsächlich besteht, und das ist nun mal Wasser. Da wäre es auch, oder was ich auch sage, lebendige Nahrungsmittel essen, das heißt nicht irgendwie ein lebendiges Schaf direkt essen, sondern lebendige Nahrungsmittel meine ich mit Lebensmitteln, die mit Wasser gefüllt sind, also Gemüse, Obst, ja. Deswegen ist es auch, das ist auch so ein Grund, warum es super gesund ist. Und vielleicht ist es von der mentalen Einstellung besser, das so zu sehen und zu konsumieren, als einfach nur zu sagen, ja, Gemüse ist gesund. Aber wenn man sagt, Gemüse ist mit Wasser gefüllt und Wasser ist einfach lebensnotwendig, Wasser ist das Lebenselixier, kann man das vielleicht besser einfach bildlich vorstellen. Aber Wasser auf jeden Fall, keine Ahnung, kann man so viel trinken, wie man will. Also, Irgendwo zwischen 2 und 3 Litern sollte man auf jeden Fall man trinken. kann so viel trinken, wie man will. Also zwischen 2 und 3 Liter. Ist so die Empfehlung, aber man kann auch 6 Liter trinken, wenn man das möchte. Also je nach Gegebenheiten. Wenn es jetzt sehr heiß ist und man auf dem Bau arbeitet, dann wird man mit 3 Litern nicht weit kommen. So meine ich das. Aber so für normalen, weiß ich nicht, Büromenschen, so 2 bis 3 Liter ist auf jeden Fall. Also unter 2 Liter würde ich auf gar keinen Fall. Also wäre zu wenig. Chat, für euch nochmal, weil jetzt viele Fragen reinkommen, die jetzt nicht zwingend in diesen Bereich reingehen, den wir sehen. Im Discord ist im Feedback-Channel, also in der Feedback-Rubrik, gibt es einen Food-Fragen-Channel. Da könnt ihr alle eure Fragen reinzimmern. Wir gehen nachher, wenn wir mit dem eigentlichen Thema durch sind, gehen wir auf eure Fragen ein. Das heißt, wenn ihr die hier reinstellt, arbeiten wir das nachher ab, weil jetzt so zwischendurch würde das immer zu viel Unterbrechung bringen. Also rein damit, also Big Jan, Franz Gans. Wir gehen dann später darauf nochmal ein. Okay, Entschuldigung, fahre fort. Alles gut.
So, einmal das zu Wasser, dann Supplements. Das ist so eine Frage, die jedes Mal irgendwie irgendwo gestellt wird. Teilweise, wenn ich im Fitnessstudio bin, kommen die Leute an, bevor die überhaupt einen Vertrag abgeschlossen haben, fragen die mich schon, wie viel Geld die brauchen für Supplements im Monat. Also no joke, die fragen so, ja, was soll ich mir für Supplements kaufen? Ich denke mir, du hast noch keine Hantel gehoben und willst schon Supplements konsumieren. Supplements würde ich empfehlen, jetzt nur im Fall von Defiziten. Also nehmen wir jetzt das Beispiel mit Eiweiß. Du kommst nicht auf genug Eiweiß. Du kannst nicht oder willst nicht so viel essen, trink einen Shake. Den Shake würde ich aber vielleicht nicht als Snack oder als Ersatz irgendwo trinken, sondern zum Essen dazu. Ja, damit man sich auch nicht so dran gewöhnt oder sich nicht irgendwie, sich nicht dieser Gedanke manifestiert, dass man damit Essen ersetzen kann, weil viele auch im Fitnessstudio sagen dann so, ja, ich trinke einen Shake, ich esse nichts. Ja, das ist halt Bullshit. Also, weiß nicht. Oder es gibt ja so ganze Nahrungsersatz. Pulver, was auch immer, vor allem hier Gamer-Nahrung und so ein Scheiß. Also ganz ehrlich, Leute konsumieren oder wollen solche Pulver konsumieren, um abzunehmen, aber abnehmen beginnt schon mit dem Kauen. Das heißt, es ist sehr paradox, was die machen. Die ziehen sich ein Pulver oder eine Flüssigkeit rein, was nicht wirklich verdaut werden muss, was nicht gekaut wird, wollen aber dadurch abnehmen. Ja, und kauen verbrennt schon mal Kalorien, verdauen verbrennt Kalorien. Deswegen würde ich, ja. Wenn man es ab und zu mal macht, ist nicht schlimm, aber erstmal darauf schauen, dass man eine gesunde Ernährung hat, anständige Ernährung, und dazu kann man dann zum Beispiel solche Pulver nehmen. Kreatin, das ist jetzt voll oder viel halt für Sportler. Kreatin ist wahrscheinlich so das Supplement, was am meisten erforscht wurde, wo jetzt nicht wirklich irgendwelche, wie heißt das jetzt? Ja, irgendwelche Nachteile dadurch bekannt sind. Kreatin sorgt dafür, dass zum Beispiel Wasser in Muskeln gespeichert werden, und Kreatin ist ein Stoff, also es gibt im Muskel, das nennt sich Kreatinphosphat. Das wird, ich glaube, bis 15 Sekunden Anstrengung wird das dem Körper bereitgestellt. Das heißt, man schafft dadurch einfach mehr Gewichte oder höhere Gewichte. Kann man nehmen, vor allem wenn man Krafttraining macht und ein bisschen mehr Muskeln haben möchte, weil schaffst du mehr Gewicht, hast du auch im Prinzip irgendwo mehr Muskeln. Und wie gesagt, das Volumen der Muskeln steigt. Da aber aufpassen, wer Kreatin nimmt, kann passieren, dass die Waage auf jeden Fall nach oben schießt, heißt aber nichts Schlechtes. Also man wird dadurch nicht dicker. Ansonsten, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist Vitamin D3, Vitamin K2. Vor allem für uns. Wir hocken viel daheim, wir sehen kaum die Sonne. Ich bin zum Beispiel bleich also ich bin weiß wie Schnee. Ich nehme definitiv, also ich nehme Vitamin 3, die gibt es in Kombination oft mit K2. Das kann ich tatsächlich empfehlen zu supplementieren. Ansonsten, wenn man viel in der Sonne ist oder irgendwo in, keine Ahnung, Afrika lebt, dann braucht man es vielleicht nicht. Aber vor allem wir hier und vor allem im Winter oder Herbst, so in die Richtung, würde ich definitiv Vitamin D3 und K2 empfehlen. Eventuell in Kombination mit Omega-3. Das ist so das nächste. Warum? Also warum sollte man das machen? Weil wir auf jeden Fall Vitamin D3, also man sollte keinen Mangel an Vitaminen haben, und wir haben, oder sehr wahrscheinlich ist es so, dass die meisten Menschen halt Mangel an Vitaminen oder an bestimmten Vitaminen, und in dem Fall halt Vitamin D3, K2 haben, und die kannst du nicht durch Nahrung zu sich nehmen. Also das ist sehr, beziehungsweise nur wenige Nahrungsmittel haben Vitamin D3. Und das ist so gering, dass man da auf keinen Fall auf die Werte kommt, die man braucht. Die werden in internationalen Einheiten gerechnet, und man kann da irgendwo so, ja, 5000 internationale Einheiten auf jeden Fall zu sich nehmen. Ich habe zum Beispiel Pillen daheim, das sind 5000 tatsächlich. In Apotheke kriegst du manchmal, sind so 1000 Einheiten, also muss man da sich 4, 5 Stück davon reinpfeifen. Wer sich unsicher ist, kann auch einen Test beim Arzt machen. Einfach hingehen. Oder es gibt auch Selbsttests, meine ich, im Internet. Einfach auf Vitamin D3 testen. Also Vitaminmangel ist schlecht. Da gibt es jetzt Riesentabellen, die besagen, was du durch bestimmte Vitaminmangel haben kannst. Es kann halt alles Mögliche sein. Du kannst Kopfschmerzen haben, die Haut kann sich verfärben und so weiter und so fort. Deswegen, wenn du Gemüse halt isst, kommst du auf die anderen Vitamine oder Gemüse und Obst, kommst du auf genug andere Vitamine, aber D3 ist halt wirklich, wird hauptsächlich durch die Sonne vom Körper produziert. Und das kann man als Supplement halt nehmen. Und wie gesagt, also wenn man sich unsicher ist, einfach zum Arzt gehen, kurz Test machen, dann weiß man ganz genau, hat man einen Mangel oder nicht. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass
man einen Mangel hat, ist bei den Leuten, die viel daheim sitzen, halt sehr hoch. Also wenn man kaum die Sonne sieht. Ja, da spreche ich auch von mir selbst. Deswegen nehme ich Vitamin D3. Und eine Überdosierung ist auch sehr schwierig zu erreichen. Ich weiß nicht, wie viel man davon reinpfeifen muss. Ja, aber da ein bisschen so auch selbst abwägen. Ja, Also wenn man sich ganz unsicher ist zum Arzt. ich glaube, was ich habe, ist D3 gerade aktuell. Kann ich punkten mit? Also hast du vorhanden, meinst du? Glaube ich, habe ich genug, ja. Ja. Am besten mit irgendwas, also am besten mit Ästen einnehmen, weil Vitamin D3 ist ein fettlösliches Vitamin, also zum Essen dazu. Oder wenn man so Omega-3-Kapseln hat, Vitamin D3 und Kapseln dazu. Geht auch. Joa, das dann, ja, wie gesagt, Omega-3-Kapseln, gut, für Veganer kommt es nicht in Frage, weil das meistens Fischöl ist. Ja, die müssen das halt anders zu sich nehmen. Koffein Was ist ist so eine Sache. was macht Omega-3 oder was ist Omega-3? Boah, Omega-3 ist halt, ist eine ist mehrfach ungesättigte Fettsäure, von der wir wahrscheinlich auch öfter mal einen Mangel haben. Also es gibt auch Omega-6 und das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 muss stimmen, aber wir nehmen mehr Omega-6 zu uns als Omega-3. Und Omega-3 ist zum Beispiel, also fördert den Stoffwechsel, ist entzündungshemmend. Also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht alle Effekte im Kopf, das gibt zu viele. Genauso wie Kreatin, da gibt es einfach zu viele positive Eigenschaften. Wer das genauer wissen will, dann kurz googeln. Also Omega-3 ist auf jeden Fall essentiell. Der Körper kann das auch nicht irgendwie selbst herstellen oder nur bedingt aus pflanzlichem Omega-3. Und das kann ich nur empfehlen, zu sich zu nehmen. Also vor allem die Leute, die abnehmen möchten, Omega-3 kann sehr gut dabei unterstützend sein. Omega-3 für Vegetarier gibt es auch aus Algen. Gut, das wusste ich nicht, das ist gut zu wissen. Ja, hier für Gelenke, Kapseln. Also es gibt wirklich so viele positive Eigenschaften von Omega-3, dass es eine Schande wäre, darauf zu verzichten oder schade wäre, darauf zu verzichten. Also kann ich nur ans Herz legen. Dann, also da habe ich dann wahrscheinlich, gehe ich mal ganz stark von außen, Defizit. Vermutlich. Du isst ja kein Fisch, nehme ich an. Nee, ich hasse Fisch. Okay, dann wirst du vermutlich davon profitieren, wenn du dir solche Kapseln holst. Ich weiß auch gar nicht, ob es Tests gibt, dass man Omega-3 halt nachweisen kann. Ach so, genau, es gibt ja hier LDL und HDL-Cholesterin zum Beispiel. Da, soweit ich weiß, hat es auch positive Wirkung drauf. Also für alle, die es nicht wissen, es gibt halt gutes und schlechtes Cholesterin. Ich habe das in meiner Ausbildung so gelernt, LDL heißt, lass das lieber Cholesterin, also das ist der Wert, der niedrig sein sollte, und HDL heißt, hab dich lieb Cholesterin, und das ist halt der Wert, der nach oben sein sollte, und da muss das Verhältnis auch stimmen. Also man braucht beide, aber das Verhältnis muss stimmen, und Omega-3 hat auch positiven Einfluss drauf, plus halt Sport, Bewegung und so weiter. Gut. So, noch Fragen dazu? Nee, das reicht, Okay. danke. Danke. Dann Koffein. Jetzt geht's los. Kann man nehmen, muss man jetzt nicht. Also tatsächlich ist in meinen Augen Wasser das bessere Koffein. Für euch so als Tipp, die Leute, die früh aufstehen und sich extrem müde fühlen, trinkt man einen halben Liter Wasser und wartet mal so ein paar Minuten. Also das kann teilweise echt Wunder bewirken, weil über Nacht dehydriert man, ist klar. Und wenn du dehydriert bist, ist man müde. Also kennt auch jeder, wenn man sehr durstig ist, dann wird man halt träge und müde, und es kann halt morgens helfen. Einfach nur Wasser zu trinken, das ist schon so das bessere Koffein. Ansonsten, Koffein ist sehr legitim, wenn das jetzt in, sage ich mal, Kaffee-Tee-Form ist. Vielleicht nicht direkt am Morgen, weil am Morgen muss der Körper sich erstmal zurechtfinden und den Hormonhaushalt und so alles, den Pegel anpassen. Deswegen würde ich so ein, zwei Stunden warten, bevor man überhaupt die erste Tasse Kaffee trinkt oder Tee. Also wäre die Empfehlung. Ja, ich sehe die Leute vor dem Bildschirm schon. Was labert der für eine Scheiße, halt deine Schnauze? Das ist das Erste, was ich mache mit der Kippe morgens. Ja, ist nur meine Empfehlung, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ihr müsst halt auch verstehen, dass Koffein, man baut über Zeit Resistenz gegen Koffein auf, sodass man immer mehr Koffein braucht. Oder man sollte tatsächlich regelmäßig mal so Koffeinpausen einlegen, damit der Körper mal wieder runterkommt und sich vom Koffein abgewöhnt. Damit man nicht, keine Ahnung, bei dem einen reicht am Anfang eine Tasse aus am Morgen, ein anderer braucht fünf, damit das überhaupt irgendeine Wirkung zeigt. Und wenn es überhaupt eine Wirkung zeigt.
also wenn es um die Wirkung geht. Da vielleicht mal, weiß nicht, wenn man merkt, okay, der Konsum ist schon unmenschlich, mal 2-3 Wochen Pause einlegen und versuchen, auf Koffein möglichst zu verzichten, damit der Körper sich, wie gesagt, abgewöhnt. Sagt sich leicht, ich weiß, muss man dann, da gehört schon ein bisschen Disziplin dazu. Aber Koffein ist halt, was ich damit sagen will, Koffein ist legitim, kann man nehmen. Ich würde nur nicht empfehlen, das in Form von irgendwelchen bescheuerten Pulvern zu sich reinzupfeifen. Also wer weiß, was in diesen Pulvern drin ist. Hier irgendwelche Gaming-Booster, das sind eigentlich, das ist nichts anderes als irgendwelche Pre-Workout-Booster, die man sich vom Training reinpfeift, wenn man die ganzen Larrys im Fitnessstudio sieht, die einfach nicht mal im Wasser das vermischen, sondern direkt mit dem Löffel in den Mund reinscheppern und dann ein paar Schluck Wasser nachtrinken und dann denken, boah krass, Alter, ich raste jetzt richtig im Training aus. Dabei hast du da, weiß ich nicht, da hast du teilweise Stoffe, die irrelevant sind. Ja, also Koffein, kannst du genauso Kaffeetasse vom Training trinken, hast du wahrscheinlich genau den gleichen Effekt. Also da würde ich, wie gesagt, nicht zu irgendwelchen Pulvern greifen, sondern wirklich natürlich möglichst, also Kaffee, Tee. Ja, direkt aus der Dose löffeln. Also ich mache jetzt Witze, aber das gibt's. Ich habe das gesehen. Die standen im Fitnessstudio. Vor allem, dieses Pulver braucht mindestens eine halbe Stunde, bevor es überhaupt wirkt. Und die pfeifen sich direkt, bevor die anfangen zu trainieren, gehen die mit dem scheiß Löffel da rein und hauen sich das in den Mund, trinken ein paar Schluck Wasser, schlucken es runter und denken, heftig, ich raste jetzt richtig aus dem Training. Ja, ich habe gehört, durch die Nase knallt das richtig, das Zeug. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Jawohl. Also, Koffein legitim, aber vielleicht nicht unbedingt in Pulverform, weil, wie gesagt, das ist mit irgendwelchen Stoffen noch versetzt und wer weiß, wie gut oder ob die überhaupt notwendig sind und wie die, keine Ahnung. Da gibt es zum Beispiel, das nennt sich Beta-Alanin. Das ist, ich hab mich komplett von Supplements abgewendet, aber auf jeden Fall, das kann so ein Kribbeln unter der Haut auslösen. Das fühlt sich richtig widerlich an. Ich habe das mal probiert. Frag mich so, warum soll das da drin sein? Ja, und ich habe verschiedene Supplements ausprobiert und die meisten sind halt Geldverschwendung. Ist einfach nur Marketing. Dann steht da irgendein geiler Dude, der Werbung dafür macht und dicken Bizeps hat und dann denkt man sich, geil, wenn ich das auch so aus. Also lasst euch da auf jeden Fall nicht verarschen. Recherchiert auch ein bisschen, hinterfragt das. Das kommt mir sehr bekannt vor, Chat. Euch auch? Mit Matze 10. Okay, nevermind. Ja, also da, wie gesagt, am besten nicht verarschen lassen und möglichst natürlich Lebensmittel nehmen. Und da ist man mit Kaffee und Tee besser bedient. Und ich finde, Tee schmeckt auch besser als irgendwelches komisches chemisches Pulver. Also jetzt mal, wir gucken aktuell einen Kanal, der nennt sich Hollywood Matze. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Gehört ja, aber geschaut nicht. Ist ein super netter, sympathischer Typ, ne? Aber was der sich manchmal an Supplements ins Gesicht wirft, Alter, das ist wirklich eine ganze Handvoll, jeden Morgen. Richtig ich kenn's, krass. Ich kenn's, ich hab das, wie gesagt, zu oft erlebt, auch im Fitnessstudio. Die hauen sich da Zeugs rein, wo ich mir denke, warum? Vor allem auch Leute, die gerade erst angefangen haben zu trainieren, die haben noch nicht verstanden, wie man sich ernährt oder wie man richtig Sport macht und ballern sich da Zeugs rein, weil irgendein Rapper vielleicht, den sie cool finden, das empfohlen hat und gesagt hat, boah, geil. Ja, und der sieht halt ein bisschen fitter aus, aber was die Leute nicht sehen, diese Person trainiert vielleicht schon 10 oder 15 Jahre. Diese Person ist nicht durch Supplements so heftig geworden, aber es wird halt so nach außen getragen. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Also ich finde das so auch, ja, das ist halt meine Meinung, als Influencer sollte man da mehr Verantwortung für tragen, weil das sehen auch Jüngere und dann hast du so einen 16-Jährigen, der sich da irgendwelche Pre-Workouts reinballert, wo ich mir denke, warum? Brauchst du doch gar nicht so. Versteh doch erstmal, wie alles funktioniert. Matze ist Anfang 50 und Bodybuilder, also das sollte man dazu sagen. Ja, das sollte man auch abwägen. Das verstehen die Leute nicht. Das sind Bodybuilder, die verdienen Geld damit. Für die wirkt das ein bisschen anders. Keiner von uns ist Bodybuilder oder die wenigsten vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie hart deine Leute trainieren. Also ich bin kein Bodybuilder, auch wenn ich sehr... Also ja, gut, ich hab die letzten 8 Jahre richtig gebildet, mein Freund. Also Pizza, Cola... Nächstes Jahr FIBO. Schon wieder FIBO dieses Jahr? Oh, du stellst aber auch echt Ansprüche, okay. Ja, aber ich denke mal, die Message ist halt verstanden. Ja. Einfach nicht zu viel verarschen lassen. Wie gesagt, hinterfragt, wer da vor euch steht, was ist das für ein Mensch. Wenn das irgendein krasser Bodybuilder ist, vor allem ist die Frage, sind die natural oder nett? Das werden die wenigsten von denen zugeben, dass die sich irgendwie irgendwelche Substanzen reinpfeifen. Aber... Ab einer gewissen Optik geht's nicht ohne Substanzen. Also da kann ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die halt, weiß ich nicht, innerhalb von 2 Monaten aufgegangen sind wie so Hefeteig. Und ich denke mir, hä, wie? Und dann gab's halt Merkmale,
woran du eventuell erkennen kannst, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde. Ja, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist ein anderes Thema. Das ist ja auch Ja, nicht die einfach gesunde aufpassen. Ernährung, nicht wahr? Richtig, richtig. Also da, wie gesagt, einfach ein bisschen hinterfragen, mal vielleicht mal einmal mehr auf Google gehen und mal schauen, was das für Stoffe sind und wie die wirken. Gut, dann Mindset. Ja, das sind so grundlegende Fragen, wie man es in den Tag auch gut integrieren kann. Also man sollte sich die Frage stellen, was sind meine Ziele? Ja, was sind meine Ziele so? Was will ich mit, sag ich mal, Gesundheit, Sport, Ernährung erreichen? Dann möchte man das langfristig machen. Das ist extrem wichtig. Also wenn jetzt irgendjemand ankommt mit, okay, ich mache jetzt Low Carb oder ich will Low Carb, weil ich habe gehört, das ist gut, aber man kommt mit Low Carb nicht klar, sollte man sich die Frage stellen, will man das langfristig machen, wenn man damit nicht klarkommt? Also will man sich dazu zwingen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann rückfällig danach wird, weil es auch keinen Spaß macht und dass man es auf jeden Fall aufgibt, ist sehr hoch. Deswegen auf jeden Fall immer fragen, will ich das so langfristig machen? Passt es zu meinem Alltag oder Lebensstil? Das ist sowieso eine Frage, die sich jeder stellen sollte, weil wenn man ständig unterwegs ist, ist vielleicht regelmäßiges Kochen nicht das Richtige für einen und man sollte eben Meal Preps machen. Ja, das heißt einmal am Wochenende hinstellen, mal für die ganze Woche vorkochen und das Ganze mitnehmen. Also immer an Alltag und Lebensstil anpassen. Ist man viel unterwegs, ist man viel zu Hause, welche Möglichkeiten hat man? Was wären Alternativen zum Beispiel zum Kochen? Also welches Fastfood wäre vielleicht doch nicht so schlecht im Vergleich zum anderen? Das muss man so ein bisschen abwägen. Fragen, ob man verzichten möchte. Also will man auf irgendwas verzichten? Ja, wenn man auf irgendwas verzichten will oder kann, gibt es halt die eine Ernährungs- oder Gesundheitsstrategie, dann kann man vielleicht das eine fahren, will man es eben nicht, dann kann man eben ein bisschen anders fahren. Also das habe ich vorhin schon genauer erläutert, dass man eben Lebensmittel nicht unbedingt kategorisieren soll, aber für manche ist es so, die merken, Schokolade essen tut denen einfach nicht gut. Ja, dann kann man bestimmte Ernährungsformen anpassen. Vielleicht will sich jemand nur von Schokolade ernähren, so eine Schokoladendiät gibt es auch. Geht auch, solange es funktioniert und man keine gesundheitliche Einschränkung hat. Go for it. Ja, und vor allem, wie viel Zeit möchte man investieren? Ja, muss es sein, dass man jetzt irgendwie 3 Stunden am Tag steht und kocht, wenn man einfach nur etwas gesünder sein will? Wenn man auf die Bühne gehen möchte, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass man 3 Stunden steht und kocht und sich jede Mahlzeit frisch vorbereitet oder eben richtig viel vorkocht. Wenn man einfach nur, wie gesagt, für die Gesundheit ein bisschen was machen will, dann kann man vielleicht hier und da ein Auge zudrücken. Und ja, letzter Punkt, falls es stagniert, das kann sehr schnell passieren oder passiert sehr häufig, einfach fragen, ist man wirklich im Defizit? Wie schon vorhin erwähnt, unterschätzen oder überschätzen manche das sehr stark oder sehr schnell und denken so, ja, ich bin doch im Defizit, aber vergessen halt Schokoriegel von der Arbeit mit zu berechnen und vergessen irgendwie, weiß ich nicht, Glas Saft Genau, ihr und so Getränke. weiter. Richtig, Getränke irgendwie mit zu berechnen. Vor allem, das sind halt, die haben wenig Volumen, die Getränke sind schnell resorbiert vom Körper und man nimmt sehr schnell sehr viele Kalorien auf. Hier als kleiner Tipp zum Thema auch so Zuckerersatz. Es gibt halt so Flav Drops, also Tropfen. Und ich habe hin und wieder mal so zum Beispiel Apfeltropfen genommen, habe die einfach in eine Flasche Wasser gemacht, durchgeschüttelt und dann schmeckt das wie dieses Volvic-Apfel. Hat aber durch die Tropfen hat es halt seinen Apfelgeschmack, aber keine Kalorien. Nur so als kleiner Tipp am Rande, wenn man es gerne süß mag und damit halt leben kann. Schmeckt auch ganz gut. Also der Apfelgeschmack ist da echt sehr gut simuliert. Ja, da auf jeden Fall schauen, ist ein Defizit vorhanden, wenn man nicht weiß. Ernährungsprotokoll. Einfach mal eine Woche aufschreiben, wie, was, warum, weshalb. Und dann sieht man ganz genau, hat man jetzt Defizit oder nicht. Wer es genauer haben will, es gibt genügend Apps. Die können das noch genauer tracken. Da kann man teilweise mit der Kamera einfach den Barcode scannen und der sagt dir, welches Produkt das ist. Regelmäßig Diätpausen einlegen, das ist wie beim Sport. Also wenn du ständig, sag ich mal, wenn du beim Sport dich ständig steigerst, wird dein Körper irgendwann sagen, hier Freundchen, jetzt brauche ich eine Pause. Und wenn du das ignorierst, wirst du halt krank. Ja, weil der Körper holt sich die Pause, wenn du die ihm nicht gönnst. Bei der Diät wirst du vielleicht jetzt nicht unbedingt krank, aber wenn du zu lange im Defizit bist, kann es passieren, dass der Körper irgendwann sagt, hier, ich will nicht weiter runter. Er muss sich sozusagen an diesen Status, dass er wenig Kalorien bekommt, erstmal gewöhnen. Und dann sollte man mal ein paar Wochen den Kalorienbedarf sozusagen erhöhen.
nicht den Kalorienbedarf, die Kalorienaufnahme ein bisschen erhöhen, und zwar so, dass man plus minus null isst. Das zieht man dann so 2, 3 Wochen durch. Der Körper reguliert sich ein bisschen, der Körper hat einen neuen Istwert oder neuen Istzustand, und dann kann man wieder ins Defizit gehen. Also ich kann euch gleich sagen, 2 Jahre Defizit am Stück wird nicht funktionieren. Ja, das wird einfach nicht funktionieren. Vor allem müsst ihr immer mehr und mehr und mehr reduzieren, und am Ende ist es nur noch ein Apfel, den ihr am Tag isst, und und nehmt trotzdem nicht ab, und das muss jetzt nicht sein. Deswegen regelmäßig Diätpausen einlegen. Schreibt eine Intervallfasten. Das haben wir noch als Frage. Ja. Das haben wir alles oben schon als Frage. Also ist im Discord schon. Ach so, drin. Das meinst du? Ja. Ja, gut. Machen wir dann gleich. Ich glaube, wir können noch eine Episode davon machen, glaube ich. Ansonsten, ja, Gewicht kann schwanken, das ist klar. Vor allem Wasser. Das kann teilweise, weiß ich nicht, heute wiegst du, keine Ahnung, 80, morgen wiegst du 82, bist aber nicht dadurch, also hast nicht Fett zugenommen. Das ist einfach nur vielleicht Wasser, was eingespeichert wurde. Man hat Stress, man hat dies, man hat das. Also da, man soll auf jeden Fall von diesem Panikgedanken sich verabschieden. Es sagt sich halt leichter, ich weiß, aber da muss man ein bisschen abwägen und ein bisschen realisieren, dass das Gewicht eben schwanken kann von Tag zu Tag. Und da würde ich würde mich nicht zu sehr halt auf die Waage verlassen. Deswegen als nächster Punkt: Spiegelbildbilder sind besser als Waage, weil Waage eben das Gewicht schwanken kann, aber Spiegelbild wird halt nie lügen. Außer man hat so einen Spiegel, der verzerrt ist dann vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob sowas jemand daheim hat. Ich habe noch eine Brille auf, das verzerrt auch. Oder so. Wenn man Bilder macht oder wenn man sich, gut, wenn man sich selbst im Spiegelbild halt anschaut, kann es schnell passieren, dass man sich zu sehr an den Anblick gewöhnt und dann merkt man die Fortschritte nicht. Also Bilder sind tatsächlich das Allerbeste, was man machen kann. Da würde ich empfehlen, eine Markierung zu machen, wo man sich immer hinstellt, dass man immer die gleiche Voraussetzung hat. Man stellt sich dann in Unterwäsche hin, macht von vorne ein Bild, von der Seite ein Bild und immer, wie gesagt, von dieser Linie aus, und dann kann man diese Bilder mit der Zeit vergleichen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ansonsten natürlich die Leute, die euch länger nicht gesehen haben, die werden dann sagen: Ey, hast aber abgenommen, finde ich gut. Das immer positiv aufnehmen, das motiviert dann einen noch mehr. Aber Bilder sind Beste. Also kann ich echt nur empfehlen. Besser als eine Waage. Vor allem so Körperfettwaagen. Ja, kann man nehmen, aber ja, ist halt so eine Sache. Also die beste Körperfettwaage gibt es beim Arzt, und da kostet, glaube ich, eine Messung 50 Euro oder so. Da werden so richtig Körpersegmente, wie in so einem MRT, werden dann halt wird der Körper von innen fotografiert, und dann weiß man ganz genau, wie viel Körperfett man hat. Aber da kann ich euch auch sagen, zum Thema keine Panik: Ehrlich gesagt, es ist scheißegal, ob ihr jetzt 15 habt oder 20%. Ihr müsst schauen, ob euch das gefällt. Ihr müsst zufrieden sein, nicht die anderen. Ja, ab einem gewissen Wert ist es halt nicht gesund, das ist klar. Aber ansonsten müsst ihr mit der Optik gefallen. Da gibt es jetzt keinen Optimalwert. Ja, bei dem einen sieht 12 gut aus, bei dem anderen sieht 15 gut aus. Ja, muss man für sich selbst bestimmen. Und ja, entspannt bleiben. Das ist einmal zum Thema Stress. Seid ihr nicht entspannt, habt ihr zu viel Stress, verzögert das alles. Ja, Stress ist der Tod, so gesehen. Wenn ihr zu viel Stress habt, dann sucht Möglichkeiten, um diesen abzubauen. Es kann Joggen sein, es kann Meditieren sein. Ich meditiere zum Beispiel gerne 10 Minuten so täglich. Dadurch komme ich ein bisschen runter. Für manche ist es Zocken, außer man spielt dann irgendwie League of Legends, dann vielleicht nicht. Sucht euren Weg. Musik machen, Musik spielen, also irgendwie Instrumente spielen. Da hat jeder so seine eigene Möglichkeit, wie man eben entspannt bleibt und wie man vom Stress runterkommt. Aber kann ich euch nur empfehlen, Stress zu reduzieren. Das kann sich aufs Training negativ auswirken, das kann sich auf Ernährung negativ auswirken. Ja, auf euer Mindset, auf alles eigentlich. So, das einmal zum Handout. Ich habe eine Frage. Ja. Also hast du die nächsten Tage nochmal Zeit? Wollen wir eine zweite Episode davon machen? Weil wir haben wirklich sehr viele Fragen, Ja, weil sonst sitzen wir 3 Stunden hier und sprechen nur noch über Ernährung. Und ich denke, wir haben jetzt sehr viele Informationen aufgearbeitet und aufgenommen. Das ist, glaube ich, sonst zu viel am Ende. diese Woche wahrscheinlich nicht mehr, nächste Woche ja, vor allem wenn der Chat Bock hat. Also ich habe Bock, ich habe Spaß gehabt. Ich mag es, mein Wissen zu verbreiten. Du kannst auch gerne von mir aus das Handout zum Beispiel in den Channel reinstellen, dass sich das alle ziehen können oder so einen Überblick haben von den Ja. ganzen Sachen. Eine Sache hätte ich noch, so als Tipp nochmal für alle zum Thema Mindset.
gibt eurem Körper die richtigen Signale. Also unten am Headout seht ihr so einen Spruch, das ist so mein Lebensmotto. Your body achieves what your mind believes. Wenn ihr zum Beispiel, also wenn zu mir jemand kommt und sagt, er würde gerne abnehmen, ich fange an, Tipps zu geben, aber die Person sagt dann zu mir im nächsten Moment, ja, ich habe das bisher alles versucht, ich kann nicht abnehmen. Das heißt, ihr verlangt von eurem Körper abzunehmen, aber sendet eurem Körper gleichzeitig die Signale, dass ihr nicht abnehmen könnt. Das kann halt nicht funktionieren, das ist wiederum so ein Paradoxon, wie soll das gehen? Ihr wollt, dass der Körper das macht, aber ihr glaubt nicht an den Körper. Mag für manche so ein bisschen Humbug oder Hokuspokus sein, aber ich kann euch sagen, halt mentale Kraft oder mentale Einstellung macht sehr viel aus, auch beim Training. Man kann dadurch teilweise mehr Gewichte schaffen. Also wenn ich mich zum Bankdrücken hinlege und weiß ganz genau, okay, heute baller ich die, 100 Kilo durch, dann baller ich die auch durch. Ja, man muss halt ein bisschen realistisch bleiben, wenn ich sage 150, aber mein Körper ist dafür nicht bereit, dann schaffe ich die 150 natürlich auch nicht. Und wie gesagt, bei Ernährung ist genauso. Also wenn ihr nicht daran glaubt, dass ihr abnehmen könnt, aber abnehmen wollt, wird das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es kann teilweise so weit gehen, dass der Stoffwechsel dadurch einfach so, oder dass ihr im Prinzip einfach nicht motiviert genug seid. Ja, also Stoffwechsel kann nicht so wirklich runterfahren, aber einfach, dass eure Alltagsbewegungen runterfahren, weil ihr sowieso dem Körper von Anfang an signalisiert, ja, wird eh nichts. Da ein bisschen dran arbeiten, also falls es bei jemandem so die Einstellung ist, egal in welche Richtung das geht. Was hältst du denn von der... hältst du denn von der kurzen Pipi-Pause und dann rammeln wir da mal die Fragen durch, die im Discord sind. Da sind ja so ein, zwei. Ist das Pipi-Pause und dann kommen wir wieder, machen die Fragen? Ja, können wir machen. Cool. Ja, bin ich dabei. Dann öffne ich auch mal die Fragen. Ja, ich hätte sie dir sonst auch vorgelesen. Chat, wollt ihr das Handout haben? Fragezeichen. Dann packe ich das damit ins Discord rein, in den Channel. Yes, no, maybe, I don't know. Ich packe euch das da mal rein in den Channel. Ich mache euch das mal rein. Das hat Vladi ja quasi auch für euch gemacht. Food-Fragen. So, weil dann mache ich euch einmal ganz kurz die nette Pausenunterhaltung an und dann gehen wir gleich nochmal auf eure Fragen ein. Und da sind wir ja locker noch mal eine Stunde beschäftigt. Vladi hat ja. Ich habe übrigens keinen Ernährungsplan gemacht heute, Vladi, aber ist kein Problem. Ich habe viel gelernt. Ich baue jetzt selber ein. Ja, wir können ja. Also, nächste Episode. Heute war es auf jeden Fall so informativ. Wir können da auf jeden Fall ein bisschen noch was dran basteln, dann irgendwie außerhalb vom Stream. Eventuell. Können wir auch im Stream machen. Steht. Ich glaube, für die Leute wäre es. Können wir auch im Stream. Können wir auch machen. Wie gesagt, ich habe es mir. Also, es ist doch anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Ich mache es zum ersten Mal. Und. Deswegen können wir das gerne auch dann on-stream machen, wo wir tatsächlich deine Nahrungsmittel und so durchgehen und sagen, okay, davon solltest du vielleicht die und die Menge, also dass man so ein bisschen gezielter dann auf deinen Ernährungsplan eingeht. Wollt ihr, also hättet ihr da Lust drauf, Chat daran teilzunehmen? Jetzt mal wirklich so als Frage in die Runde, weil überlegt euch das mal, ihr könnt ja jetzt mal eine Antwort schreiben, dann huschen wir kurz einmal in einen Break rein, Pipi-Pause machen und dann geht's gleich weiter, oder was? Nice. Sehr gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also du hast ja mein Bild in der Kamera hast du ja an, ne? Also du siehst mich auf dem Bildschirm? Also den Stream meinst du, ja, der ist bei mir offen, ja, den sehe ich. Ja, okay, gut. Dann ich quatsche dich einfach gleich voll und gucke, ob du da bist, so. Okay. Irgendwie da sein, weil ich sehe dich gleich nicht mehr. Alles klar. Dann bis gleich nach der Pipi-Pause, Chat. Bis gleich, Chat. Wusstet ihr, dass wenn ihr euer Amazon Prime-Konto mit eurem Twitch Prime-Konto verbindet, dass ihr jeden Monat einen Sub frei habt und einen Streamer eurer Wahl unterstützen könnt? Und die Prime Queen scheint wohl auch dabei zu sein. Ich muss auf den Rechner. Oh Gott. Siggi, jetzt wo du da an der Strauchpause bist, kannst du dich noch erinnern, vor 1000, 2000 Jahren, da
Da war das hier noch ganz anders. Da sah der See noch ganz anders aus. Da haben wir noch ganz andere Fische gefangen. So mit Steine und Holz und sowas, ne? Da sah das aber auch schon ganz anders aus. Irgendwie so, das hat sich alles so ein bisschen verändert. Guck mal, wie das ausgesehen hat. Sigi, weißt du noch damals, als wir nichts hatten und Mutter uns einen Eimer hingestellt hat, mit ein paar Goldfische drin? Aber eins hatten wir, Sigi, sag ich dir. Grafik. Und wenn ihr da draußen so eine Grafik wollt, nicht, dann müsst ihr bei Alternate einkaufen. Weil da gibt's nämlich die beste Hardware. Und dann kann man das nämlich genau so machen. Und so. Oh, schönen guten Tag. Nils F. mein Name, CEO und Babyface von HC Density TV. Wir bereiten uns gerade auf die Contentlosigkeit der nächsten Woche vor und arbeiten auch schon mit Hochdruck am Programm. Falls Sie da draußen eventuell auch so ein erfolgreicher, gut aussehender und dicker Streamer werden wollen, wie der kleine Junge da oben, dann kaufen Sie doch bei Alternate ein. Auch das verlängert Ihr Rohr. Unten ist ein Reflink, da können Sie draufklicken und dann schlagen Sie zu. Ich werde mich jetzt aber den wichtigen Sachen des Lebens widmen und mal die nächste Woche vorbereiten. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß, lassen Sie sich gut gehen, auf Wiedersehen und Pistazie. Dass ich einen Anruf bekommen habe, dass hier anscheinend ein Laden überfallen wird. Oder dass hier mehrere Leute vor dem Laden... Das ist aber nicht konkret genug, Officer! Okay. Dass hier anscheinend ein Laden überfallen wird, ist anscheinend nicht die richtige Information, weil da anscheinend nur zwei Fahrzeuge stehen, die anscheinend ihre Arbeit machen. Und anscheinend ein Ladenüberfall ist keine anscheinende Beobachtung. Was soll das denn? Officer, fangen Sie schon zu weit. Wischen Sie sich Ihre Tränen aus dem Gesicht und stehen Sie vor mir wie ein Mann. Nur weil Sie die Sonnenbrille tragen, heißt es nicht, dass Sie vor mir geschützt sind. Reißen Sie doch mal zusammen, verdammt nochmal! Entschuldigung! Gut, hören Sie mir zu. Nächstes Mal machen Sie den Küchen. Sind Sie da jetzt? Ich bin heute nicht in Stimmung. Ja. Ist gut jetzt. Okay. Reichen Sie dem Mann mal einen Kleenex oder so. Oh, hier, wisch dir mal die Tränen ab, James. Du siehst ja lächerlich aus vom Chief, Mann. Mach dir mal ein bisschen gerade. Also warte, hier, ich trinke noch mal kurz einen Schluck Wasser. Willst du auch was? Soll ich dir was übrig lassen? Nee, trink dein Edelgesöff, Maja. Okay. Können wir. Mein Edelgesöff. Ja. Könnte ein bisschen dauern, bis das leer ist. Ah, leer machen. Ah, jawohl. Oh mein Gott, das ist sehr gut. Also nicht in die Tüten von CU-Flimas scheißen. Oder wie, hier scheißt keiner rein, weil das riecht nicht fein. Ey, ihr sollt nicht in die Tüten scheißen, Mann! Und in die Tüten mit Löcher kotzt ihr auch nicht, ihr Schweine! Das Auto ist sauber! Ich muss das wieder abgeben! Aber da sind sie schon relativ resistent gegen Alkohol, da, oder? Ja, seit Monaten. Ja, aber wollen wir weiter rein, oder was? Ich hatte hier heute auf Fieber gelesen, heute war doch irgendwie Treffen der Alkoholkranken irgendwie vielleicht. Ah ja, Chat, da sind wir wieder. Teil 2. Dicke Fragerunde. Ich hätte ja nicht gedacht, dass da so viele Leute daran Interesse haben, ne? Aber finde ich gut, finde ich schön. Ja, finde ich auch cool. Also ich habe auf jeden Fall bisher Spaß gehabt, auch so mein Wissen zu vermitteln. Ja, dann lass doch mal weiter Wissen vermitteln und mal Jawohl. Auf die Fragen eingehen. Und zwar, die erste Frage wäre, für wie effektiv würdest du Low Carb bezeichnen? Hat bei mir zum Abnehmen gut funktioniert in Verbindung mit Sport. Der Verzicht war okay, geschmacklich war es auch okay, nur auf Dauer wurde es etwas eintönig. Hast du Tipps für mehr Abwechslung? Gut, Low Carb, für alle, die es halt nicht wissen, wie der Name schon sagt, ist im Prinzip eine kohlenhydratreduzierte Ernährungsform. Ja, ja, Abwechslung wäre in dem Fall einfach mal eine andere Ernährungsform ausprobieren, weil innerhalb der Ernährungsform kannst du nicht so viel Abwechslung reinbauen. Verschiedene Lebensmittel ausprobieren.
von der Effektivität her, es funktioniert, also das ist keine Frage. Man muss die Ernährungsform halt für sich wählen, die, mit der man gut leben kann. Wenn du jetzt sagst, es hat gut funktioniert, auch in Verbindung mit Sport, der Verzicht war okay, geschmacklich war okay, ey, dann mach's weiter. Ansonsten, wenn es dir zu eintönig ist, versuch verschiedene Lebensmittel auszutauschen, versuch die Lebensmittel ein bisschen anzupassen, ein bisschen kreativer zu werden in der Küche. Also ich gehe zum Beispiel nie nach Rezepten. Ich nehme irgendwelche Lebensmittel, schmeiß die in die Pfanne, würz die jedes Mal anders. Zum Beispiel, so mache ich das. Dann entstehen teilweise Gerichte, wo ich mir denke, boah, schmeckt das geil. Das wäre jetzt so die Abwechslung, die ich empfehlen würde. Ansonsten eine andere Ernährungsform. Man kann jetzt nicht sagen, dass Low Carb besser oder schlechter ist als Low Fat oder sowas. Funktioniert alles. Im Endeffekt, wenn es ums Abnehmen geht, wie gesagt, das sind dann die, zählt die Kalorienbilanz. Also wenn du Low Carb machst, mit niedriger Kalorienbilanz wirst du auf jeden Fall abnehmen, mit hoher Kalorienbilanz wirst du zunehmen. Mit Low Fat würde das genauso funktionieren. Es gibt noch Paleo, es gibt Intervallfasten, gibt alles Mögliche. Das wählen, was dir gut gefällt oder was dir gefällt, womit du gut klarkommst und wo du auf jeden Fall auch gewissen Spaß dran hast. Das ist ganz wichtig, weil hast du keinen Spaß dran, wirst du es nicht machen. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit so einigermaßen beantworten. Weiß ich nicht, Pixel hat noch nichts gesagt. Aber ich gehe mal davon aus. Absolut, danke. Okay. Sehr schön, freut mich. Dann haben wir von Baumi noch die Frage, was für gesunde Snacks oder Snacks mit viel Eiweiß würdest du empfehlen? Ich habe das Problem, dass ich zwischen meinen Hauptmahlzeiten ab und an was zum Snacken brauche und dann leider auf was Ungesundes zurückgreife. Jetzt ist halt die Frage, ob die Snacks ja eher süß oder eher herzhaft sein sollen. Bei süß ist halt ein bisschen schwierig, irgendwas Süßes mit viel Eiweiß zu finden. Aber da kann ich einen Tipp geben, unbezahlte Werbung. Im Rewe gibt es Proteineis. Das ist so Salted Caramel ist das. Das schmeckt echt geil. Also wenn ich mal Bock auf Süßes habe, hole ich mir das. Das hat pro Dose, ich weiß nicht mehr wie viele Kalorien, aber das sind glaube ich irgendwas zwischen 20 und 30 Gramm Eiweiß. Ist besser, als sich normales Eis reinzupfeifen. Ansonsten, wenn es ein bisschen herzhaft oder ein bisschen salzig sein soll, Kichererbsen, wie vorhin erwähnt, die abtropfen lassen, in den Ofen auf mittlerer Stufe sozusagen bei, was habe ich da gemacht, 180 Grad, ungefähr 20 Minuten. Man muss dann schauen, wie man die Konsistenz mag, also wenn man die etwas knackiger mag, dann einfach in eine Schüssel oder eine Schale, einfach nur Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Knoblauch, worauf man Bock hat, einfach mal reinfeuern. Und durchmischen, da ist kein Öl drin, nichts. Und dann hat man ja ziemlich soliden Snack, der schon eine gewisse Menge an Eiweiß hat und schmeckt wie Chips teilweise. Ansonsten, es gibt so Proteinpuddings, die man sich halt auch holen kann, wenn man es etwas süßer mag. Die sind nicht schlecht. Mit Magerquark lässt sich viel machen. Magerquark einfach teilweise mit Geschmackspulver und ein bisschen Obst. Oder einfach nur Obst, je nachdem, wie man Bock hat. Dann hat man wiederum was Süßes. Was gibt es noch bei salzig? Fisch vermischt mit Quark oder mit Joghurt als eine Art Aufstrich. Einfach aufs Brot drauf, also irgendwie so, also am besten Vollkornbrot, Vollkorntoast. Einfach drauf geschmiert. Vielleicht sogar noch eine Scheibe Käse, wenn man will, oder eine Scheibe Tomate. Und dann einfach mal so zwei Sandwiches machen. Die kann man reinpfeifen, weil Thunfisch sehr wenig sehr viel Eiweiß hat, sehr wenig Kalorien hat. Schmeckt gar nicht mal so schlecht, also ich finde es gut. Kann man auch würzen, wie man Bock hat. Ich mache da gerne halt Knoblauch rein. Also wenn man ein Date danach hat, würde ich es vielleicht nicht machen, aber ansonsten gerne. Irgendwelche Kräuter und so eine Art Aufstrich. Kann ich echt nur empfehlen. Was gäbe es noch? Achso, bei Käse würde ich zu Emmentaler raten. Der hat den höchsten, also abgesehen vom Harzer Käse, aber den mag wahrscheinlich sehr gespaltene Meinung. Der stinkt halt ordentlich, aber der hat sehr viel Eiweiß und ist sehr mager. Aber Emmentaler hat zum Beispiel sehr hohen Eiweißwert. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man Käse mag, dann am besten Emmentaler nehmen. Ein paar Nüsse sollte man sowieso essen. Bei Nüssen aufpassen, nicht zu viel. Die haben halt schon viele Kalorien, auch wenn die gesund sind. Ja. Also so in die Richtung. Ich hoffe, das reicht erstmal so als Anreiz. Ja, super, vielen Dank, wollte ich sagen.
Ja, ohne Knobi geht gar nicht. Also, ja, ist egal, ob du Date hast oder nicht, das muss rein. Ja, wenn man Date, dann soll er sie sich direkt dran gewöhnen, ne? Ja, eben. Also, man muss sich ja gleich mal unter ordentlichen Voraussetzungen kennenlernen. Richtig. Und wenn da schon irgendwie sich geekelt wird, dann ist es einfach nicht der richtige Mensch. Dann passt, ist die Chemie einfach nicht da. So sieht's aus. Dann haben wir noch DN-Tech. Wie steht ihr zu dem Wirkstoff DMAA? Ich habe damit knapp 20 Kilo abgenommen, ohne etwas dafür zu tun. Ich muss ehrlich zugeben, ich musste das gerade erstmal googeln. DMAA scheint ein Stoff zu sein, der ähnliche Zusammensetzung hat oder ähnliche Wirkung hat wie Amphetamin, so wie ich jetzt gelesen habe. Und scheint auch nicht so das Gesündeste zu sein. Also ich kann jetzt nur sagen, was ich gerade schnell gelesen habe. Ich will da jetzt nicht zu genau beantworten. Ich kann mir aber die Frage merken und dann nochmal genau drauf eingehen. Aber DMAA scheint jetzt nicht so das Beste zu sein, was man sich irgendwie reinpfeifen sollte. Geht wohl teilweise auch als Dopingmittel durch. Also da vielleicht mal genauer recherchieren. Ich würde es mir auch angucken, weil ich es ehrlich gesagt zum ersten Mal jetzt, oder beziehungsweise ich habe mich damit nie beschäftigt, weil das anscheinend nicht so das Supplement ist, was oder nicht so ein herkömmliches Supplement ist. Will da jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer legen. Merke ich mir die Frage, schaue ich nach, dann kann ich ja in die Dings hier in den Channel reinschreiben. Okay, können wir damit leben? Damit können wir leben, ja. Eine Bildungslücke zu haben, ist nicht schlimm, man muss sie nur füllen, irgendwann. Ja, also für mich ist sie auch interessant. Ich weiß nicht alles, vor allem weiß ich nicht alles aus dem Kopf. Ich muss manches immer noch nachlesen. Dann haben wir hier von Prinz Valium, gilt die Nährstoffpriorisierung wie auf dem Handout auch bei Diabetiker? Speziell die Kohlenhydrate als niedrigste Priorität würde mich hier interessieren. Boah, das ist ein Thema, also da würde ich tatsächlich empfehlen, sich mit dem Arzt zu beraten, weil Diabetes ist ja schon irgendwo eine Krankheit und da wird dir ein Arzt wahrscheinlich eher sagen, weil das bei jedem unterschiedlich ist. Das wirkt sich ja bei jedem anders aus. Das ist ja, bei dem einen ist halt etwas höher, bei dem anderen niedriger, weil würde ich echt empfehlen, einfach mal mit dem Arzt zu sprechen. Prinzipiell ja, hast du recht, also Kohlenhydrate reduzieren. Aber es kann halt passieren, wenn du zum Beispiel zu viel Eiweiß isst, kann es auch sein, dass der Insulinspiegel nach oben schießt. Also Eiweiß hat genauso Einfluss oder hat viel Einfluss auf den Insulinspiegel. Da bist du beim Arzt besser beraten als bei mir, weil auf Krankheiten gehe ich halt nicht ein. Ich bin kein Arzt. Mit dem Arzt sprechen, der wird dir da genaueres sagen können, was für dich in dem Fall individuell passt. Das ist übrigens eine sehr schöne Eigenschaft an dir, dass du das so sagst. Finde ich gut. Danke. Ja, auch wenn zu mir ins Fitnessstudio Leute kommen und dann so, ja, ich habe die und die Verletzung, was soll ich machen? Ich sage so, ey, ganz ehrlich, klär's mit deinem Arzt ab. Ich habe Leute erlebt, die haben also zwei verschiedene Menschen mit der gleichen Verletzung. Der eine kann die Übung machen, der andere nicht. Das kommt immer darauf an, wie die Verletzung ist. Und ich bin halt kein Arzt, ich bin kein Orthopäde, ich bin kein Physiotherapeut, ich bin halt Fitnesstrainer. Wenn ich dann, wenn er mir sagt, was der Arzt ihm erlaubt hat oder was der Arzt sagt, was man machen darf und dann nicht machen darf, dann kann ich darauf eingehen. Dann kann ich sagen, okay, die Bewegung können wir jetzt weglassen, machen stattdessen eine alternative Übung oder wenn der Arzt sagt, kannst alles machen, dann machen wir halt alles. Aber ich möchte da meine Hand halt nicht ins Feuer legen, weil ich eben kein Arzt bin und keine Diagnose stellen darf und auch keine Diagnose stellen will. Deswegen empfehle ich immer, was gesundheitliche Fragen oder Krankheiten am besten erstmal den Arzt fragen, weil ich würde zum Beispiel keinen Fitnesstrainer ernst nehmen, der anfängt irgendwie richtig krass da auf Krankheiten einzugehen. Außer er ist dafür natürlich spezialisiert oder beziehungsweise in dieser Richtung ausgebildet. Ich bin es halt nicht, deswegen lege ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer für. Frag einen Arzt, wenn der Arzt dir sagt, du darfst das und das machen, dann darfst du es machen. Der Arzt hat da mehr Ahnung. Ja, und ich kenne halt genug, die dann, weiß ich nicht, Hauptsache Eindruck machen und dann erzählen dir irgendwas, was vielleicht gar nicht so stimmt oder wo die Studienlage vielleicht anders ist oder sich irgendwie für, weiß ich nicht, Gesundheitsexperten halten, aber keine Ahnung von Medizin haben. Schwieriges Thema. Fragen und dann, also Arzt fragen, der wird dir da eine bine bessere Antwort geben können. Ich denke mal, wenn man Diabetes hat, ist man wahrscheinlich sowieso irgendwo in Behandlung oder beziehungsweise es gibt sowieso einen Arzt, der dann dir dazu irgendeine Meinung gibt.
Dann haben wir hier von der Frank. Ich finde den Ansatz, Sport und Ernährung soll gesünder machen, genau richtig. Ich habe leider Arthrose im Sprunggelenk und halte mich daher mit Sport zurück. Frage, kann man durch gute Vitamine und Mineralstoffe sowie Kollagenzufuhr positiv Kollagenzufuhr. Kollagenzufuhr auf Knochen und Knorpel wirken oder macht das nur teures Pipi? Ja, Mineralien, Vitamine und Mineralstoffe, wie schon vorhin erwähnt, also wenn man genügend Gemüse, Obst isst, sind die in der Regel gedeckt. Ansonsten beim Arzt überprüfen lassen, ob da irgendwelche Mängel sind. Arthrose heißt jetzt nicht direkt, dass man irgendwie nichts machen darf. Also du musst dir so vorstellen, natürlich auch wiederum, du hast ja die Diagnose gestellt bekommen, also hast du einen Arzt, der dich betreut, fragen, was darfst du machen, was darfst du nicht machen. Das ist immer das Erste, was man dann fragen sollte, wenn man irgendwie eine Diagnose bekommt. Anderes, das ist jetzt nur eine Empfehlung, auf den Körper hören. Wir machen so, ich habe selbst eine Rückenverletzung. Ich habe mir bei der Bundeswehr damals eine Vorwölbung geholt. Also das ist eine Vorstufe zum Bandscheibenvorfall. Und habe das sehr lange, habe ich sehr lange Angst gehabt, da irgendwas zu machen. Das ist aber das Schlimmste, was du machen kannst, weil dadurch baust du wieder Muskeln ab. Also du musst die Gelenke irgendwo bewegen. Man muss dann nur aufpassen, mit wie viel Gewicht man das Ganze belastet oder welche Bewegung man macht. Sowas wie Reha-Training, Mobilisation oder Mobilisierung der Gelenke kann man auf jeden Fall immer machen. Das ist besser als nichts zu tun, weil durch nichts tun rostet das Gelenk einfach ein. Deswegen da vielleicht ein bisschen von der Angst weggehen, ausprobieren, schauen, was kann dein Körper tolerieren. Du wirst schon feststellen, ob das jetzt der Muskel ist, der wehtut, oder ob das dein Gelenk ist. Es ist sehr selten, dass es, sag ich mal, auf einmal so klack macht und dann ist dein Gelenk kaputt. Das ist eher unwahrscheinlich, außer du nimmst direkt von Anfang an irgendwie überkrasse Gewichte, die du in deinem, also nicht rangetastet hast. Aber wenn du so langsam beginnst, ein bisschen immer machst, ein bisschen steigern, schauen, bis zu welchem Punkt du gehen kannst, wirst du davon mehr haben, als Angst zu haben und da irgendwie drauf zu verzichten oder irgendwie, ja, es sein zu lassen. Wie gesagt, das mit Mineral, Vitamine, einfach genug Gemüse, Obst essen, dann sind die auf jeden Fall gedeckt. Es kann sich bestimmt positiv auf Knochen und Knorpel auswirken, wenn man da irgendwelche Kollagenmittel nimmt. Aber man muss schauen, hat man da einen Mangel? Hat man da keinen Mangel, dann wird es wahrscheinlich teures Pipi. Ja. Mangel kann ich dir jetzt so nicht sagen, da musst du halt einen Bluttest machen. Da musst du halt feststellen, ob du einen Mangel hast. Und ansonsten derjenige, der dir die Diagnose mit der Arthrose gestellt hat, fragen, was darfst du machen, was darfst du nicht machen. Von Marco. Mir wurde früher gesagt, dass man nicht gleichzeitig essen und trinken soll, sondern nur vor oder nach dem Essen trinken soll. Was ist da dran? Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, was da dran ist. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das irgendwelchen Unterschied machen sollte, ob du es davor oder danach trinkst. Was halt Sinn macht, wenn du davor trinkst, hast du schon mal deinen Magen gefüllt. Dann isst du automatisch weniger. Also das Volumen ist dann etwas niedriger, was du isst. Also, aber ob du jetzt währenddessen oder danach oder davor trinkst, außer du meinst Alkohol, dann nach dem Essen. Hä, wieso? Drei Bier vorm Essen ist doch normal, oder? Vor der Schweinshaxe? Da schreibt jemand, Magensäuren werden verdünnt. Also... kann sein, aber das ist schon wieder so eine individuelle Sache. Also, ob man da irgendwie Sodbrennen bekommt oder nicht. Also, ich trinke während des Essens, habe keine Probleme damit. Probieren, weiß ich nicht, ob du probierst und schaust, ob du einen Unterschied feststellen kannst. Ansonsten, wie gesagt, ich kann das nur vorm Essen trinken, damit der Magen eben schon ein bisschen gefüllt ist. Kohlensäurehaltige Getränke während des Essens sollen Blähungen verursachen. Das könnte durchaus passieren, aber ich denke, da ist auch jeder wieder anders. Also manche, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die essen Pizza, kriegen Durchfall dadurch. Manche können 10 Pizzen essen, passiert gar nichts. Ein bisschen ausprobieren. Aber gesundheitlich wird das wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Ich denke mal, darauf wolltest du hinaus. Wie gesagt, wenn es um Alkohol geht, auf jeden Fall nach dem Essen. Macht mehr Sinn. Dann kommt nochmal Marco mit, ist der Flüssigkeitsbedarf zwingend durch Wasser zu befriedigen oder reicht eine Mischung aus 2 Liter Wasser und 0,7 Cola Zero in 0,25 Orangensaft? Tatsächlich geht es da ausschließlich um Wasser, beziehungsweise ungesüßte Tees und so weiter und so fort, weil Zucker hat dann schon wieder einen gewissen Einfluss auf den Körper. Ich würde
eher so sagen, dass, also wenn es jetzt heißt, irgendwie 2 bis 3 Liter am Tag trinken, die sind durch Wasser zu gewährleisten oder durch ungesüßten Tee oder durch stark verdünnten Saft geht auch noch. Und die zusätzlichen Süßgetränke, dann die kommen nochmal drauf. Also die würde ich nicht als Flüssigkeit beziehen. Ich würde wirklich Flüssigkeit immer als Wasser sehen. Gut, Cola jetzt mit Zuckerersatz. Ja, das Ding ist halt, es kann passieren, wenn du Süßgetränke oder Zuckerersatz trinkst, dass du mehr Durst bekommst. Und willst du das haben oder willst du es nicht haben, ist jetzt die Frage. Aber Wasser stillt definitiv Durst. Und wie schon vorhin erwähnt, Wasser, Lebenselixier, deswegen auf Wasser setzen. Verstanden, danke dir, okay. Gerne. Gut. Dann kommt Jan um die Ecke. Was soll man machen? Warte mal, was soll jemand machen, der ALG2 bekommt und zu faul ist zum Kochen? Ich glaube, das ist grundlegend erstmal schon ein Problem da. Was ich empfehle, ist, Dinge im Backofen zu machen, weil die meistens recht schnell gehen. Ich meine, Dizzy kann es wahrscheinlich bestätigen, du hast ja jetzt die Kartoffeln gemacht. Mhm. Zubereitungszeit 5 Minuten, dann in den Ofen schmeißen und dann kannst du in der Zeit rumpimmeln, nehme ich an. Also so läuft es bei mir. Ich meine, was dauert das Würzen? Du hast die geschnitten, du hast die kurz gewürzt, das dauert 5 bis 10 Minuten, wenn überhaupt. Oder? Ja, länger hat es jetzt nicht gedauert. Ne. Ja, und das heißt, es nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch und dann haust du die in den Ofen rein und dann hast du mindestens eine halbe Stunde, wo du irgendwas anderes machen kannst. Keine Ahnung, von mir aus zocken oder was auch immer. Auf der Couch rumliegen, Fernsehen gucken, eine Folge schauen. Also du kannst alles Beliebige machen, die sind dann ja so lange im Ofen. Dip dazu machen dauert auch 2 Minuten. Das ist einfach nur Magerquark mit Wasser gemischt, wenn man jetzt Magerquark möchte. Wenn man noch fauler ist, bereitet man sich das Ganze vor. Dann macht man das einmal in der Woche für eine Stunde. Dann kochst du dir irgendwie 2 Kilo Kartoffeln vor, machst dir irgendwie 1 Kilo Dip und dann hast du für die ganze Woche was. Also im Ofen auf jeden Fall geht alles richtig schnell. Das kann ich empfehlen, weil man da ja wenig machen muss. Ansonsten, ja, je nachdem, wie deine finanzielle Lage ist, es gibt ja sowas wie Airfryer und Reiskocher, in denen lässt sich auch nicht nur Reis zum Beispiel zubereiten, sondern es gibt bestimmte Reiskocher, die kosten auch nicht viel. Da kannst du irgendwie, keine Ahnung, in der Schale Reis kochen und oben drüber hast du noch so einen Aufsatz wie so für einen Dampfgarer. Da schmeißt du einfach Gemüse hin, stellst das alles ein und der macht dir das einfach fertig. Dann hast du 5 Minuten Arbeitsaufwand und dann macht er das 20 Minuten fertig und dann kannst du es einfach verzehren. Würzen, wie du Bock hast. Solche Dinge kann ich dir empfehlen. Also alles, was du, wo du nicht aktiv, sag ich mal, am Herd stehen musst. Das heißt, alles so im Ofen, von mir aus Mikrowelle, so Airfryer, Reiskocher, solche Geschichten. Damit kannst du sehr, sehr, sehr viel machen, was sehr, sehr, sehr wenig Zeit kostet oder beziehungsweise wo man wenig Aufwand hat. Ich mache viel im Ofen. Weil... Finanziell gesehen ist es halt. Danke an euch alle. Finanziell gesehen. Und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin davon weg. Abhängig nachher, wie du einkaufen gehst. Also, die meisten Leute kaufen sich halt für 49 Cent einen Eintopf. Du kannst dir halt natürlich aber auch Gemüse holen. Also, wie vorhin schon gesagt, du kannst auch schockgefrostetes Gemüse nehmen, was jetzt nicht zwingend 5 Euro kostet, das Kilo. Richtig. Die sind voll günstig, die sind super gesund, also schockgefrostet ist vielleicht sogar gesünder als frisch zu holen tatsächlich, weil die gepflückt werden und direkt schockgefrostet werden. Das heißt, die Vitamine sind noch da und die kannst du genauso in den Ofen reinwerfen mit, weiß ich nicht, worauf du halt Bock hast. Also natürlich ist die finanzielle Lage da ausschlaggebend, aber so ein Eintopf, der kostet zwar nicht viel, aber wenn du jetzt einmal, sag ich mal, für die ganze Woche einkaufst, hast du, also ich bin mir sicher, dass man irgendwie für 20 Euro die Woche gut leben kann. Also du kriegst für 20 Euro echt genug Gemüse, kriegst du definitiv für die ganze Woche. Bisschen Fleisch, bisschen dies, bisschen das. Bin mir sicher, dass man für wenig Geld sehr gut, sehr gesund leben kann, weil ich kaufe zum Beispiel auch nicht irgendwie überkrass ein. Ja, für mich muss halt immer Gemüse, Obst da sein. Was auch so ein cooler Tipp ist, ich kaufe zum Beispiel Obst immer, was im Angebot ist, dann habe ich jede Woche was anderes. Letzte Woche waren es Pfirsiche, diese Woche sind es Nektarinen. Ja, dann spare ich Geld und habe aber ein bisschen Abwechslung. Ess nicht immer das Gleiche oder nicht das gleiche Gemüse und Obst. Das wäre so die Empfehlung, die ich dir geben kann. Da schreibt jemand, Kartoffeln bekommt man auch für 2 Euro, 2 Kilo. Richtig, Kartoffeln sind sehr günstig. Und Kartoffeln sättigen gut, Kartoffeln haben nicht so viel Kalorien. Kartoffeln sind gesund,
Kann ich nur empfehlen. Mit Kartoffeln kann man echt viel machen. Das stimmt, ja. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen. Alles klar, danke. Ja, okay, sehr gut. Ah ja, okay, supi. Das Ding ist halt, das können wir eigentlich auch mal machen, so eine Woche Chat, wo wir uns ein Budget setzen und dann kochen wir, also da wir ja den Food-Unfall mehr wieder in den Stream integrieren, könnten wir das uns als Vorgabe auch mal nehmen. Also ich meine, ohne Witz, ihr könnt solche Dinge, könnt ihr mir gerne vorschlagen und dann hangeln wir uns da gerne mal durch, damit das nicht nur ist, Dizzy kauft irgendwas und macht sich was zu essen, sondern vielleicht machen wir das demnächst, wenn Menschen sich Food-Unfall kaufen, dass sie sich halt so Themen wünschen können quasi. So als Vorschlag. Weil dann, weiß nicht, Big Jan zum Beispiel, du sagst dann, ey Maga, pass auf, ich gebe dir jetzt ein Budget von 20 Euro, komm mal über die Woche damit. Oder sowas. Also es muss natürlich realistisch sein, also es sollte jetzt nicht unbedingt 2,50 Euro sein, so, aber das können wir gerne mal in Angriff nehmen vielleicht. Onkel Brain hat gefragt und ich hasse dich für diese Frage, weil ich weiß nämlich ganz genau, warum du diese Frage gestellt hast und du lachst jetzt gerade, weil ich das erwähne. Was macht es mit einem Körper, wenn man schnell alles reinschaufelt? Also ein Essen in 3 bis 4 Minuten. Warte auf den Lacher. Der Lacher ist schon da, weil der mal. Aber was ist, warte. Jetzt muss ich fragen, was ist der Hintergrund? Also da gibt es ja anscheinend einen Insider. Der Hintergrund ist, dass ich ein Kilo Schwein in ungefähr 2 Minuten esse. Okay. Ich esse sehr schnell. Das ist eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage. Was? Weil würdest du langsam essen, würdest du wahrscheinlich die Menge gar nicht packen. Verstehst du? Das heißt, du haust dir halt sehr viel Essen in kurzer Zeit rein, dein Magen hat noch nicht mal gecheckt, dass er voll ist und deswegen kannst du dich überfressen. Deswegen sagt man ja auch immer, man soll langsam essen, deswegen auch sowas wie Wasser davor trinken, weil es halt so schnell passieren kann, dass du mehr in deinen Magen oder mehr isst, als dein Magen überhaupt verkraften kann und der noch nicht mit den Sättigungsgefühlen hinterherkommt und dann liegst du halt da und bist einfach überfressen, dein Magen ist zu voll, zum Beispiel. Deswegen hast du die Frage mehr oder weniger damit beantwortet, weil zu viel in zu kurzer Zeit sorgt einfach dafür, dass man eben zu viel aufnimmt oder zu viel Nahrung zu sich nimmt. Was wiederum dazu führen kann, dass man zu viel Kalorien zu sich nimmt. Ja. Ich denke mal, ist auch plausibel, wenn man das so erklärt oder wenn man es so betrachtet. Ergibt Sinn. Ist halt logisch. Okay. Oder? Ja, natürlich. Wir machen nachher übrigens noch im Stream Essen-Chat, ne? Dann, also. Ich esse dann mal ganz langsam heute. Richtig. Also man soll echt, halt, man sagt halt ein bisschen länger kauen. Manchmal geht's eben nicht. Ja, wenn man irgendwo unterwegs ist oder sowas oder Zeitdruck. Echt? Aber ansonsten sich ja Zeit lassen beim Essen. Sag ich ja, immer wieder. Keine Zeit, Chat. Muss rinnen. Gut, schön. T-Bone, bewusster Essen. Neue Erkenntnis, warte mal. Neueste Erkenntnis wäre in meinen Augen das Mikrobiom. Deine Darmbakterien diktieren dein Leben. Ich hätte nie gedacht, wie das funktioniert. Unser zweites Hirn und 100% von Ernährung abhängig. Kennt ihr das Thema? Boah, das ist ein sehr interessantes Thema, aber ansonsten sowas die, also wäre jetzt auch etwas, was ich selbst dann nachlesen muss, weil das schon extremst, glaube ich, in Dings hier reingeht. Viel so ins Medizinische, auch ins Fachliche. Die Darmbakterien sind halt nicht unwichtig, vor allem jeder kennt es, wenn man dann irgendwie zum Beispiel Antibiotika nimmt oder sowas, das kann ja schon den Körper richtig zerschießen. Und dann sagt man ja irgendwie Joghurt essen oder Probiotikum essen, dass das halt wieder alles so auf einem anständigen Level kommt. Also ich kann mir vorstellen, wenn die Darmbakterien gestört sind, dass das extreme Auswirkungen auch auf den Körper haben kann. Ja, aber das wäre jetzt etwas, was ich dann auch... gut, dass es hier aufgeschrieben ist, weil dann kann ich da ja gezielter danach schauen. Es erscheint mir interessant. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen was rausholen. Also, dass man bestimmte Lebensmittel nimmt, die das, die Bakterien sozusagen begünstigen. Finde ich gut. Also, coole Frage. Ja, alles, was ich jetzt nicht beantworten kann, recherchiere ich und schreibe das dann als Antwort später in die Gruppe oder in... Komm in die Gruppe, Chat. Komm in die Gruppe. Nur für 3,99 ab jetzt.
Kasi, oh, das ist immer super schwierig. Kasimirina. Wie sollten die Essenszeiten vor bzw. nach dem Training sein, damit das Essen optimal vom Körper verwertet werden kann? Mit leichter und schwerer Kost. Ich würde das vielleicht gar nicht auf leichte und schwere Kost begrenzen, sondern also beim Training ist es so, dass man um das Training herum schon recht eiweißreich essen sollte. Ich würde jetzt nicht auf leeren Magen zum Beispiel trainieren gehen, sondern irgendwie mal so 2-3 Stunden davor gegessen haben. Es kommt dann darauf an, wie viel man halt isst. Gut, bei schwerer Kost, die halt auch länger im Magen liegt oder länger verdaulich ist, würde ich jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde vom Training essen. Ja, das ist dann selbstverständlich, man ist dann, ja, das Training läuft nicht so gut und eventuell spuckt man das Essen noch am Ende aus. Muss jetzt nicht sein. Es gibt aber so keine richtigen Zeitfenster, wo man sagt, ich muss jetzt eine halbe Stunde nach dem Training direkt was essen. Ich würde so, wenn man richtig ordentlich isst, dann irgendwo so 3-4 Stunden vorm Training. Wenn man so ein bisschen leichter isst, dann irgendwo so 2-1 Stunde vorm Training. Und nach dem Training, sobald man halt mit dem Training fertig ist, nach Hause kommen, duschen, was kochen und normal essen. Also ich würde da nicht zu sehr eine Wissenschaft draus machen, weil das ist wahrscheinlich auch etwas, was eher für die Profis relevant ist, dass sie dann auf die Minute genau dann diese und diese Nährstoffe einnehmen und außer du bist halt irgendwie in dieser Branche tätig, dann natürlich, aber dann würdest du wahrscheinlich nicht mir die Frage stellen. Ich würde da nicht zu sehr eine Wissenschaft draus machen. Ich würde da entspannter dran gehen. Ja, einfach irgendwann vor dem Training auf jeden Fall eiweißreich essen, nach dem Training eiweißreich essen und dann hast du es geschafft. Nicht auf vollen Magen trainieren gehen, ist klar, da hat man eh keinen Bock drauf, da wird dir der Körper schon sagen, so hier, nee, so nicht. Aber ansonsten jetzt, wie gesagt, ich würde da die Essenszeit nicht auf irgendeine Zeit begrenzen oder beschränken, festlegen. Es gibt keine absolute Zeit dafür. So, dann kommen wir zur letzten Frage von Spinderella. Inwiefern achtet ihr beim Thema Ernährung nicht nur auf den gesundheitlichen, sondern auch auf den auf einen Umweltaspekt? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, also ich habe tatsächlich auch wegen solchen Gründen halt den Fleischkonsum ein bisschen reduziert. Ich schaue schon gezielt auch, dass es geht halt nicht immer. Also manche Verpackungen lassen sich halt nicht vermeiden. Also ich gucke da auf sowas, ich gucke jetzt nicht 24/7 drauf. Also ich achte schon ein bisschen drauf. Versuche auch, keine Ahnung, Gemüse eher irgendwie in Verpackungen zu holen, die eben für die Umwelt nicht so schlimm sind. Und Fleischkonsum ist das, was ich reduziert habe. Ansonsten vielleicht mache ich es auch unterbewusst. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Dizzy ist. Also ich habe meinen Fleischkonsum drastisch reduziert. Ich habe nicht mal mehr Brotaufstrich in Form von Wurst oder irgendwas im Haus. Ich kaufe so gut es geht, also wirklich so gut es geht, loses Gemüse. Also sprich, ohne irgendwelche Plastetüten oder sonstiges dergleichen. Ich hole mittlerweile sehr viel Bioprodukte. Bei Fleisch versuche ich auch, so gut es geht, darauf zu achten, wenn ich mal welches esse, dass es aus einer vernünftigen Haltungsstufe ist mittlerweile. Also ich passe das dementsprechend für mich selber auch an. Ich habe meine ganzen, also ich versuche, das versuche ich auch, und ja, darüber könnt ihr jetzt lachen, ich versuche so wenig Plastik wie möglich in meinem Haus zu haben. Was manchmal ein bisschen schwieriger ist, weil gewisse Produkte nicht in der Form in Glas oder eher Pappe unterwegs ist. Also so wie zum Beispiel Cola und dieser abgepackte Kaffee, da wird es dann immer ein bisschen schwierig. Aber das versuche ich halt so ein bisschen zu tun in die Richtung. Ja, das ist echt manchmal schwierig, weil du kannst teilweise gar nicht anders, weil es eben so abgepackt ist. Also ich gucke zum Beispiel auch bei, jetzt nicht Ernährung, aber irgendwie Waschmittel oder sowas, da schaue ich auch, dass es besser für die, also da gucke ich schon tatsächlich gezielt drauf, dass es für die Umwelt besser ist, also irgendwie so Verpackung, die halt umweltschonend ist und so weiter und so fort. Aber geht halt nicht bei allem. Du hast halt manche Sachen, die sind nun mal so verpackt, da kannst du nichts machen. Obst, Gemüse versuche ich auch nicht direkt abgepackt zu kaufen, sondern lose. Denk mal, ja. Wenn das jeder halt macht, also dieses, ich sag mal, besser ein kleiner Schritt als gar kein Schritt. Das ist schon mal, kann vielleicht viel bewirken.
Ja, ansonsten wird mir jetzt gerade nicht groß was einfallen, was da noch passiert. Also mittlerweile trinke ich Glasflaschen, also Wasser immer, kein Plastik mehr. Oh, so in die Richtung geht das ja. Ich füll zum Beispiel Wasser halt ab, also ich kaufe gar kein Wasser, ich hab's einfach daheim. Hier Wasserhahn oder aufgekocht. Nee, ich also, immer nur einen Behälter. Ja, ich brauche mein Hydrogencarbonat für meinen Magen. Also ach so, ja gut. Rollsteine. Okay, verstehe. Ja, ja. Gut, das lässt sich zu Hause dann vielleicht nur mit so einem Soda streamen oder so, keine Ahnung. Ja. Eine Frage kam jetzt noch. Ja. Wie unterscheidet sich Fruchtzucker zu industriellem Zucker? Setzt Fruchtzucker anders, weniger an? Tatsächlich besteht der industrielle Zucker auch zum Teil aus, also die sind sich sehr ähnlich. Wie aber schon erwähnt, Zucker an sich macht einen nicht dick oder setzt nicht mehr oder weniger an. Bist du im Überschuss, dann ist scheißegal, welchen Zucker du zu dir nimmst oder was du überhaupt zu dir nimmst, du wirst einfach zunehmen. Du kannst auch komplett Zucker weglassen, bist aber im Überschuss durch Fette, nimmst genauso zu und setzt genauso an. Da gar nicht drauf beschränken. Fruchtzucker ist aber besser, wenn er jetzt nicht in reiner Form ist, sondern in Form von Frucht, weil du eben die Ballaststoffe hast, die Spurenelemente, du hast die Vitamine, die Mineralien, das hast du im industriellen Zucker nicht. Aber wenn du jetzt, weiß nicht, dir morgens deinen Kaffee mit einem Löffel industriellen Zucker machst, go for it. Passiert nichts. Würde ich mir gar keinen Kopf machen. Das wird nicht mehr oder weniger ansetzen. Am Ende kann ich nur immer wieder sagen, Energiebilanz, Kalorienbilanz, das ist das, was zählt. Ja, bist du im Minus oder bist du null auf, wirst du nicht zunehmen. So, da schreibt, glaube ich, noch einer eine Frage. Ich glaube, dann machen wir aber das die letzte. Ja. Was kommt denn von Chris? Ich bin gespannt. Wir werden, wie gesagt, dann, wenn wir gleich weitermachen, Chat, gehe ich mir fix was zu essen machen und wir essen dann und dann gehen wir noch eine Runde racen. Also Qualifying ist übrigens heute um 21 Uhr, das wird nicht gestreamt, okay? Weil das ist schon ein bisschen spät, ich muss morgen pennen, weil ich habe ultra langen Tag. So, da ist die Frage. Ich mache seit circa 6 Monaten recht viel Cardio und habe ein wenig die Ernährung runtergeschraubt. Also weniger Ungesundes, abnehmen will mein Körper aber leider nicht wirklich. Soll ich eher zum Arzt oder mache ich grundlegend was falsch? Ich würde dir empfehlen, erstmal aufzuschreiben, was du isst und wie viel du isst, um zu schauen, ob du wirklich in einem Defizit bist. Ausrechnen, was dein Bedarf ist. Da gibt's, also ich habe jetzt keine Seite, die ich empfehlen kann, aber wenn ihr bei Google irgendwie Kalorienbedarf oder Kaloriengrundumsatz plus Kalorienbedarf, wie auch immer, in die Richtung halt was eingibt, kommen da tausende Rechner aus. Die sind, keiner von denen wird wahrscheinlich 100% präzise sein, aber die werden ungefähr euch die Richtung zeigen, in welche es geht. Und wenn du einen Activity-Tracker hast, dann kannst du dich so ein bisschen danach richten. Aber schau erstmal, ob du wirklich im Defizit bist. Weil wenn du jetzt 6 Monate, weil nur Cardio machen heißt nicht, dass du im Defizit bist. Wenn du trotzdem mehr isst, auch wenn es gesund ist, dann bist du halt nicht im Defizit, dann kannst du noch so viel Cardio machen, wie du willst, du wirst halt nicht abnehmen. Kontrolliere, ob du im Defizit bist, das ist ganz wichtig. Bist du im Defizit und nimmst nicht ab, dann würde ich vielleicht mal tatsächlich zum Arzt gehen und einfach mal abchecken, einfach mal Blut abgeben lassen. Also ich will dir jetzt, ist halt ein bisschen schwierig, dir das so zu empfehlen und ohne, dass du da irgendwie Angst bekommst, aber einfach mal zum Beispiel Schilddrüse checken lassen. Ja? Probier erstmal das andere aus, weil ich würde jetzt eher dazu tendieren oder ich würde darauf tippen, dass du einfach nicht im Kaloriendefizit bist. Weil es ist viel zu oft einfach, dass man sich da verschätzt. Ja, aufschreiben, kurz tracken, mal eine Woche oder zwei. Manchmal ist das schon, dass du beim Tracken schon feststellst, dass du nicht im Defizit bist, beziehungsweise durch das Tracken noch bewusster an die Ernährung rangehst, sodass du ins Defizit kommst. Und bei Defizit steht auch auf dem Handout ungefähr 20% von Gesamtkalorien. Das ist so ungefähr, ja, da muss man dann schauen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie 1000 Kalorien minus machen. Das kann eher nach hinten losgehen. Mal so 300 bis 500 Kaloriendefizit, das ist ein guter Richtwert. Und dann schauen. Auch nicht nach 2 Wochen oder nach 2 Tagen irgendwie Fazit ziehen, sondern mal 3, 4, 5 Wochen durchziehen und gucken, wie sich das verhält. Mit dem Defizit dann, wenn es immer noch nicht geholfen hat, vielleicht mal einfach kurz durchchecken lassen.
weiß jetzt halt nicht, hast du da irgendwie schon mal Probleme gehabt? Also gab es da irgendwie irgendwas? Irgendwas bekannt, irgendwas in der Familie bekannt? Das sind alles so Faktoren. Nice. Werde ich das mit dem Aufschreiben zu Herzen nehmen. Sehr gut. Also kann ich echt empfehlen. Alle, die sich da zu viel Sorgen machen und denken, die Gesundheit ist irgendwie, weiß ich nicht, gesundheitlich stimmt irgendwas nicht, schreibt auf, was ihr esst, schreibt auf, wie viel ihr esst. Wenn ihr es nicht genau tracken wollt, schaut auf den Lebensmitteln hinten, wie viel da steht. Also da stehen die Nährwerte immer drauf und man kann das sehr gut alles abschätzen. Also in der Regel, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Reis kauft, halbes Kilo Reis, da ist an der Seite sind so Striche oder Trennlinien, die dann sagen, also wie viel Gramm das sind. Also sprich, wenn du bis zu dieser Trennlinie dein Reis da reinwirfst, dann weißt du ganz genau, wie viel Reis du genommen hast. Und damit lässt sich das sehr leicht rechnen. Magerquark, wenn du jetzt die halbe Dings nimmst, sind es 250 Gramm, wenn man die 500 Gramm kauft. Hähnchen kannst du genauso, wenn es jetzt, keine Ahnung, drei Brustteile sind und du hast 500 Gramm oder 600 Gramm, dann kannst du es halt ungefähr abschätzen. Es muss jetzt nicht zu 100% präzise sein. Aber dass man schon mal weiß, in welche Richtung man geht. Und auf jeden Fall, durch Protokoll schreibt man auch eher die Snacks auf, weil die vergisst man sehr oft. Ja? So ein Schokoriegel ist halt schnell inhaliert. Die Getränke auch? Getränke definitiv. Alles, was Kalorien hat, Getränke erst recht. Also alles, was Kalorien hat, aufschreiben. Jedes Getränk, was Kalorien hat, auch aufschreiben. Weil so zwei Gläser Cola mit Zucker, die machen sich bemerkbar. Das geht sehr schnell. Und so ein Liter Cola wegpumpen ist keine Kunst. Also das schafft jeder. Und ich weiß nicht, was Liter Cola hat. Zu viel. Zu viel einfach. Und das sind einfach Kalorien, die leer sind. Also du nimmst sie einfach auf. Die sind wie Alkohol. Alkohol sind auch leere Kalorien. Ja, heißt nicht, dass man nie wieder trinken soll. Wer Bock hat, kann das machen. Aber wegschießen würde ich mich vielleicht nicht unbedingt. Aber Alkohol, das sind Kalorien, die deinem Körper absolut nichts bringen. 450, 410, knapp über, ja, so hätte ich jetzt auch gesagt. So, stell dir vor, das ist ein Liter Cola, du hast einfach 400 Kalorien, weg sind die. Du bist nicht satt, gar nichts davon. Die machen nichts in deinem Körper, außer vielleicht dafür sorgen, dass du Heißhungerattacken bekommst, weil dein Blutzuckerspiegel nach oben und nach unten geht. Oder du bist kurzfristig mal wach wegen Koffein. Oder das kann auch sein. Aber wie gesagt, leere Kalorien als erstes streichen, schreibt jemand das auf jeden Fall. Also leere Kalorien, wenn man das Ziel hat abzunehmen, leere Kalorien streichen. Wenn man das Ziel hat zuzunehmen, würde ich vielleicht sogar teilweise ein bisschen auf leere Kalorien setzen. Danke an euch, weil, für euren Support und eure Unterstützung. Wahrscheinlich werde ich jetzt steinigt, aber gezieltes Zunehmen für die Leute, die sehr dünn sind und zunehmen wollen, ist genauso schwer wie gezieltes Abnehmen für die Leute, die halt zu viel Gewicht haben. Und das werden jetzt wahrscheinlich alle, die abnehmen wollen und da Probleme haben, sagen, nee, stimmt nicht. Vertraut mir, über den Hunger hinaus zu essen, ist eine richtig scheiß Arbeit und ich rede aus Erfahrung. Ich bin von Natur aus eigentlich eher richtig schmächtig und es hat ewig gedauert, bis ich Gewicht draufgepackt habe, vor allem, weil ich ständig mit vollem Magen rumgelaufen bin. Das macht keinen Spaß. Also beide Extreme sind wirklich schwierig und es macht halt keinen Spaß auf Dauer. Ja, aber leere Kalorien sind dann für die, die zunehmen wollen, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Nur nicht übertreiben, also. Gut. Gut. Hätte ich gesagt, machen wir damit Feierabend. Jawohl. Ja, hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, dein Ernährungsplan, also gezielt, können wir dann gerne wann anders machen. Ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, als ich geplant habe. Ja, ist tut egal. An dieser Stelle. Ist ja nicht schlimm, ist doch gut. Können wir ja nächste Woche machen. Jawohl. Würde mir auch passen. Dann würde ich sagen, schreiben wir, wann wir das machen können. Und ja, dann würden wir das nochmal live für alle, wie das so aussehen würde. Also dieses Handout auch nochmal ganz kurz. Das wäre auch so ein Handout, was ich jemandem im Personal Training aushändigen würde. Einfach, dass die ein paar Richtwerte haben, was zumindest die Ernährung angeht. Weil das ist halt, das sind so mehr oder weniger absolute Dinge, die treffen auf jeden zu. Die müssen dann nur individuell angepasst werden. Dann würde ich sagen, Vladi, sehen wir uns nächste Woche oder was? Also wir ja sowieso wegen, richtig, wegen Session. Stimmt, und so. Stimmt. Hast du das überhaupt schon erzählt mit... Was? Dass also nächste Woche anderer Wind weht? Ja, wie genau das mit dem Training? Ja, Chat, ich bin gebumst nächste Woche, weil Vladi guckt sich mein Training an. Richtig. Dass ich das A richtig mache und B, dass das überhaupt gemacht wird. Also nichts mehr mit nur Laufen. Ab nächste Woche wird auch ein bisschen was in den Körper reingearbeitet, damit ja alles mal ein bisschen wieder geschmiert wird. Ah, und Montag ist Trainingsabnahme.
mit Terrabändern. Und ab nächste Woche, nee, übernächste Woche, nee, nächste, ich glaube, ab nächste Woche steht meine Garage und dann kommen meine Sportgeräte rein. Sehr cool, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja, an dieser Stelle auch danke an den Chat, danke für die Fragen, danke, dass ihr mich willkommen geheißen habt. Wir hören, sehen uns dann nächste Woche, würde ich sagen. Ja, und für euch da draußen, ich denke, das ist auch gar nicht mal so unwichtig. Ich gebe euch nochmal schnell von Vladi zumindest das Twitter-Profil und von dort könnt ihr euch weiterhangeln auf alles Weitere, falls ihr da Interesse habt. Ja, also falls ich mal so in den Raum reinwerfen darf, tatsächlich poste ich aktuell auf Instagram, mache ich dann immer so kurze Videos, Clips und auch Textbeiträge, die ich demnächst ein bisschen anders umgestalten werde. Aber da sind jetzt schon viele informative Sachen, die ich auch versuche, so ein bisschen lustig zu gestalten. Ja, auch so teilweise der typische Gym-Besucher, den ich dann so ein bisschen über den ich mich ein bisschen lustig mache, dass man einfach mal so sieht, wie es ablaufen kann. Und auch so Tipps, aber auch Ernährung etc. Poste auch hin und wieder irgendwelche simplen Rezepte rein. Ah ja. Also lohnt sich das auch mal? Kann ich empfehlen, ja. Da wird auf jeden Fall in Zukunft viel passieren. Da kann man sich ja mal umgucken. Vladi, dann danke ich mich für deinen Besuch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also sowohl hier zum Ernährungsplan als auch so zum Sport machen. Jawohl. Also Schussikowski. Jawohl, Chat, euch auch. Tschüss, danke, dass ihr da wart, dass ihr dabei wart. Dizzy, danke an dich für die Einladung. Hat mich gefreut. Wir hören, sehen uns dann nächste Woche. Denk dran, in dem Browser das Ding hier von der Kamera aufzulegen. Ne? Das kann man auflegen. Ja, sehe ich gerade. Okay, weiß ich Bescheid. Tschüss. Wunderbar. Jo, bis dann. Ciao, ciao.